Ja, schönen guten Abend an die Akademiemitglieder und an einige Studenten aus dem pluralen Netzwerk, die bisher da sind. Ich hoffe, dass noch ein paar mehr zu uns finden, aber wir werden es ja aufnehmen und insofern steht es den anderen dann später auch zur Verfügung. Wir haben heute Abend Dieter Blewe bei uns vom Wissenschaftszentrum in Berlin, den ich bis vor wenigen Wochen noch gar nicht kannte. Und der mir also im Zusammenhang mit Forschungen, die bei uns stattgefunden haben, die uns zu Philipp Mirowski geführt haben, dann begegnet ist. Und dann haben wir vor kurzem diese Ringvorlesung aus dem Pluralen Ökonomienetzwerk gesehen, als Philipp Mirowski im Juni an der Uni Hamburg eine Lecture gehalten hat. Und dann habe ich mich spontan entschlossen, also daraufhin den Herrn Blewe anzurufen und ihn einzuladen, und es hat auch innerhalb von wenigen Tagen geklappt, und wir mussten den frühen Termin nehmen, weil sonst, wie gesagt, es vor Weihnachten fast nicht mehr dann möglich gewesen ist. Erst einmal vielen Dank für das kurzfristige Kommen und herzlich willkommen hier. Gerne. Uli Band, Uli, bist du das? Hört man mich? Ja. Nee, nicht der Psychologe. Ah, okay. Ich dachte, Namensgleiche. Aber ich bin der Namensvetter. Ich bin im Netzwerk aktiv, Netzwerk Pluralökonomik. Alles klar. Ja, das war schon eine tolle Anfangsstory eben. Herr Blewe, Sie sind Politikwissenschaftler, hatte ich eben schon ein bisschen in den Eingangsminuten skizziert. Und Sie haben sich dem Thema Neoliberalismus natürlich aus Ihrer Fachdisziplin genähert. Und für alle, die heute hier zuhören, warum beschäftigen wir uns jetzt in der Akademie und oder sollten uns auch bei dem Pluralen Ökonomienetzwerk uns mit dem Thema Neoliberalismus beschäftigen? Also das ist eine ganz interessante Frage, die ich folgendermaßen beantworten würde, dass das Plurale Netzwerk sich natürlich mit der Erneuerung der Wirtschaftswissenschaften beschäftigt und die Akademie ein ähnliches Ziel verfolgt, kommt man an diesem Begriff, der heute doch nach dem Verständnis von vielen sehr wirkungsmächtig geworden ist und kaum mehr negiert werden kann, an ihm nicht vorbei. Und aber man, es ist einer der mirakelhaftesten Begriffe generell, und wenn man 10 Leute draußen fragt, bekommt man 10 verschiedene Antworten und dann vielleicht nochmal 10 weitere, die sagen, es gibt es gar nicht. Und jetzt möchte ich dem Herrn Blewe mal fragen, ja, wie er zu dem Thema gekommen ist und warum er es damals so für bedeutsam gehalten hat in seiner wissenschaftlichen Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen am Anfang, um da Klarheit praktisch hineinzubekommen in diese großen Nebel, den ich ja eben beschrieben habe. Ja, das ist in der Tat auch ein bisschen eine eigentlich ganz interessante Geschichte, weil ich bin zwar von der Ausbildung her Politikwissenschaftler, aber so in meinem Marburger Background-Verständnis hat man sich ja schon auch als Politökonom und als politischer Soziologe verstanden. Das heißt natürlich die große Frage von ökonomischen Gesellschaftsverhältnissen und eben die Frage von den Akteuren in den Zusammenhängen, nicht sozusagen nur die reine, das politische System sozusagen als für sich genommen. Ich habe sowohl meine Diplomarbeit über die Deregulierungspolitik in den USA seit den 70er Jahren geschrieben und dann meine Doktorarbeit vergleichend über USA, Mexiko und Kanada. Und dort die These vertreten, dass die Kehrseite der Deregulierung auf nationaler Ebene die transnationale Integration ist, was aber seinerzeit wenig diskutiert wurde, sondern immer nur das Für und Wider von Deregulierung quasi als nationale Wirtschaftspolitik und weniger im Sinne, was wir in der europäischen Integrationsdebatte ja mit dem Begriff von negativer Integration eben als einen transnationalen Prozess der Vergesellschaftung natürlich diskutieren. Das konnte man da in USA anhand der Transportsektoren, die noch nicht mal Teil der NAFTA-Regulierungswelt waren, aber wo dann über die Deregulierung spontane Prozesse der grenzüberschreitenden Markteintritte und Expansionen zu studieren waren. Und in dieser
Geschichte des Studiums der Deregulierung in USA und Nordamerika bin ich immer wieder eben über Ökonomen gestoßen, die für sich reklamierten, dass sie gegenüber einer bis dahin geltenden Wohlfahrtsökonomie und Marktregulierungsdebatte das Allgemeininteresse vertreten und eben arme Teufel sind, weil sie so einsame Kämpfer gegen diese übermächtigen regulierten Konzerne und die Gewerkschaften und das bisherige Verständnis waren. Und das stellte sich dann aber nach einer Weile immer stärker heraus, dass jeder einzelne dieser verschiedenen beteiligten Ökonomen an der Regulierungstheorie-Debatte Mitglied in der Morpeller-Gesellschaft war und dass die Einsamkeit dieser Ökonomen eben durch das gemeinsame Besuchen von vielen Konferenzen und den Zugängen zu jeder Menge Think-Tank-Verbindungen durchaus etwas geschmälert war. Und das hat mich eben auf diese Suche nach diesen weiteren Zusammenhängen der Montpellier Gesellschaft gebracht, also Deregulierungspolitik und die Hintergründe der Regulierungstheorie waren im Kern der Zugang, der dann zu den in das umfänglichere Studium der Montpellier und Neoliberalismus Zusammenhänge gemündet hat. Ja, vielen Dank für diese Einleitung. Wenn wir uns dem Begriff Neoliberalismus jetzt mal in seinem Wortstamm nähern, dann hat er ja erst einmal Liberalismus, das ist die klassische Bezeichnung, das war vor der Weltwirtschaftskrise praktisch dieses Laissez-faire-Prinzip, also mit möglichst viel privatem Markt und möglichst wenig staatlichem Anteil, wenn es halt nicht gerade dann um existenzielle Kriegsführung und sonst was gegangen ist, dann waren natürlich immer Ausnahmezeiten. Und dann kam mit dieser Weltwirtschaftskrise halt, ist dieser Liberalismus praktisch total entkleidet worden und bloßgestellt worden und hatte keine Lösung dafür. Und dann haben sich im Laufe der 30er Jahre neue Lösungsmuster abgezeichnet. Aber diese liberalen Anhänger, die gab es ja immer noch und so weiter. Und die haben da einen Transformationsprozess erlebt, den sie anhand von zwei Stichworten vielleicht mal kurz also den Beginn erläutern sollten. Einmal mit diesem Lippmann-Kollegium 38 in Paris und dann mit dem Gründungstreffen 1947, was ja auch den Namen dann der Gesellschaft gegeben hat in der Schweiz. Ja, ich denke, dass man über das Studium des Neoliberalismus, der sich eben in den 30er Jahren herausbildet, in der Tat auch wieder neu mit Liberalismusgeschichte beschäftigt, weil die einfache Variante, dass es eben den Laissez-faire, dass Liberalismus gleichgesetzt wird mit Laissez-faire, die ist natürlich so auch schon problematisch, weil der politische Liberalismus, der sich auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, vor der Weltwirtschaftskrise herausgebildet hat, der stand gewissermaßen selbst ja schon in einer kritischen Distanz zum klassischen Laissez-faire-Denken. Und egal, wo man das heute liest, die Gedanken, die jetzt über den Ordoliberalismus immer besonders betont werden, von Foucault, aber von vielen anderen auch, dass es so eine Einsicht gab bei Liberalen, dass der Wettbewerb eben nicht selbstständig ist, sondern eben organisiert werden muss. Das finden Sie bei tatsächlich einer ganzen Menge von Liberalen schon auch vor der Weltwirtschaftskrise. Aber wir haben trotzdem den Eindruck, dass die Klarheit, mit der sich eben der Neoliberalismus als eine Zukunftsperspektive und eine neue ideologische Perspektive herausbildet, sowohl gegen links, gegen Sozialismus, gegen Sozialliberalismus, gegen Keynesianismus, als auch gegen das traditionelle Laissez-faire-Denken, dass diese Klarheit dann tatsächlich erst im Laufe der 30er Jahre sich herausbildet und dann, man kann ja das Kolloq Walter Lippmann in Paris als den Geburtsort und den Geburtstag des Neoliberalismus bezeichnen, weil dort in den Debatten der Begriff zum ersten Mal dann so gefallen ist, neben anderen Begriffen, die in die Waagschale geworfen wurden, um das neue Programm zu bezeichnen, positiver Liberalismus, sogar linker Liberalismus. Aber der Neoliberalismus-Begriff wurde danach in den
schriftlichen Niederlegung der dem Protokoll zum Kolok-Bolter-Lippmann wurde dann eben quasi zum tragenden Begriff für die Zukunft. Dort wurde auch ein Think Tank beschlossen und so ein bisschen eine Zukunftsforschungsskizze. Und deswegen können wir, glaube ich, durchaus sagen, dass es dass dort die Geburt des neoliberalen, der neoliberalen Orientierung in einem größeren Zusammenhang geschehen ist. Dann kam der Krieg, deswegen war das Programm erstmal nicht von Erfolg gekrönt. Die ganzen Planungen konnten nicht realisiert werden und man hat den Faden wieder aufgegriffen auf der Basis verschiedener Anläufe, sowohl von Wilhelm Röpke aus der Schweiz, aber eben dann natürlich auch von Hayek, und hat das dann 1947 in Montpellier in der Schweiz mit dem Gründungstreffen gewissermaßen hat man das, was man bereits für das Kolloq Wolter-Lippmann geplant hatte, dann umgesetzt. Ja, und es ist ja als ein, Mirowski hat es bezeichnet, als ein Debattierclub am Rande der Gesellschaft, weil diese 39 Leute, glaube ich, waren es, die sich da getroffen haben in der Schweiz, 47, die waren, ja, oder die fanden sich selbst jetzt isoliert oder an den Rand gedrückt durch den, durch die anderen Lösungsagendas, die sich durchgesetzt hatten, also in den 30er Jahren und dann während der Kriegszeit. Und insofern hat man da also von vornherein auf eine ganz, also Hayek hat fast sogar alleine, glaube ich, entschieden, wer dazukommen durfte und wer nicht. Aber das können Sie gerne nochmal richtig stellen. Es ist also hier von Anfang an ein ganz geschlossener Verein gegründet worden, oder Debattierclub, wo sogar ein Popper an den Rand gedrückt worden ist mit seinen Vorstellungen, wo also die Geschlossenheit der Gruppe, auf die hat man besondere Augenmerke gelegt von Anfang an. Und man hat sich entschieden, nicht in das tagespolitische Geschäft sich involvieren zu lassen, sondern das also vom Hintergrund aus zu organisieren. Letzteres stimmt sicherlich eher als die ganzen vorherigen Aussagen. Also die Selbstbilder, die Mitglieder der Montpellier Gesellschaft in großem weinerlichen Ton von sich gegeben hatten, die halten ja einer ernsthafteren Prüfung nicht stand. Ne? Also natürlich war der Mainstream keynesianisch orientiert. Neoliberalismus, so wie die Entwicklungen, die dann damals ja auch überhaupt erst eine Menge Arbeiten eingeleitet worden sind, war durchaus als relativ traditionell und konservativ verrufen. Aber mein Gott, der Gründungsmitglieder wie Einaudi in Italien, der spätere Staatspräsident, wie Ludwig Erhard in Deutschland, die ganze kalte Kriegsriege der amerikanischen Republikaner, große Journalisten, also wer da wirklich, sagen wir mal, in der Tat glaubt, dass die so am Rande gewesen sind, der sollte sich vielleicht die ganze Zeit und die ganzen Zeitumstände nochmal neu angucken. Es gab einfach natürlich intellektuell hatten modernisierungstheoretische Ansätze und eben makroökonomische auch Planungsansätze hatten eher Konjunktur als eben, sagen wir mal, sehr verhaltene, sehr marktliberal ausgerichtete Ansätze. Aber die hatten durchaus ihre Position in der Gesellschaft. Und ich glaube, vom Rand der Gesellschaft kann man den Einfluss auf die deutsche soziale Marktwirtschaft oder auf die gewisse Grundlagen, gerade im Wettbewerbsrecht der europäischen Verträge, nehmen. Man muss jetzt vielleicht einen ganz kurzen Exkurs machen, wenn man ja sieht, der New Deal als das prägende Epochenereignis in den USA, der hat ja bis zur zweiten Legislaturperiode von Roosevelt sich doch sehr stark gegen die großen Unternehmen, die großen also Vermögen und so weiter gerichtet. Das ist ja dann, also nachdem dann der Supreme Court, der die ganze erste Legislaturperiode praktisch alles abgelehnt hat und als verfassungswidrig klassifiziert hat. Dann in der zweiten Legislatur, wie gesagt, sind die viele soziale Schutzgesetze, dann dass die Gewerkschaften sich organisieren können und das alles und hohe Steuersätze eingeführt worden. Aber 38, 39 findet etwas statt, wo ein Kompromiss geschlossen wurde auf einmal zwischen dieser New Dealer und dem Big Business, wie ich es mal sagen will,
Und letztendlich ist dann mit dem ganzen Planungshorizont, der im Zweiten Weltkrieg so wichtig geworden ist, nämlich die Zahlen BIP oder GDP sind ja damals hervorgegangen. Das ist alles immer so potenzialorientiert, also outputorientiert, wie es in Kriegszeiten ja immer besonders wichtig ist. Da ist dann eigentlich dieser industrielle militärische Komplex entstanden. Das heißt, Sie sagen, die konservativen Eliten wären stärker verankert gewesen und sie wären nicht so am Rande gewesen, aber dieser Kompromiss, den ich eben da, oder diese eigenartige Sache, die da passiert ist zwischen 38 und 41, 42, können Sie da darüber reflektieren, inwieweit das diese neoliberalen Vordenker, die dann sich dort versammelt haben, geprägt hat oder nicht geprägt hat? Ja, das ist natürlich eine ganz zentrale Geschichte, gerade auch was den US-Neoliberalismus-Hintergrund anbelangt. In den USA sehen wir ja die Herausbildung von einem oppositionellen Wirtschaftslager gegen die New Deal-Allianzen. Das sind die tragenden Wirtschaftskräfte, die einfach die entscheidenden Strukturen jetzt auch der Montpelier-Zusammenhänge in USA, Nordamerika, auch Lateinamerika übrigens finanzieren und mit organisieren. Die Foundation of Economic Education, wovon Mises dann gelandet ist in New York, die wurden alle von diesen Mitgliedern dieser amerikanischen Anti-New Deal Wirtschaftsallianz finanziert. Volker Fund war ganz zentral aus Kansas. Da muss man einfach sehen, dass man quasi nicht am Rande der Gesellschaft, aber eben nicht im Zentrum der Macht in Bezug auf den Konsens den Mainstream der Nachkriegskonstellation, was der Ruggie dann als Embedded Liberalism bezeichnet hat. Wichtiges Element dieses Nachkriegskonsenses war ja auch die Kontrolle des Finanzkapitals. Und das hat eben diese Oppositionsgruppen, die sowohl im Wirtschaftslager selbst die Interessen der Konzerne, die da nicht mit einverstanden waren, aber eben auch im Lager von Intellektuellen, das hat genau diese Zusammenhänge hervorgebracht. Heute weiß vielleicht kaum noch jemand, dass das American Enterprise Institute, was einer der wichtigen Thinktanks war, schon früh so als Sammlungspunkt, wo die ganze Expertise von neoliberalen Intellektuellen publiziert wurde, das hervorgegangen ist aus der American Enterprise Association. Und das war nichts anderes als ein Wirtschaftsverband, der die Unternehmen, die sich eben kritisch eingestellt waren gegen den New Deal-Kompromissen, versammelt hat und quasi so eine Art oppositionelles Unternehmerlager markiert, die sich dann eben verwandeln und dem Ganzen dann den Rahmen eines Thinktanks verleihen. Also insofern spannt der Konflikt zwischen Mainstream-Liberalismus, gewandelt zum Sozialliberalismus, zum Modernisierungsliberalismus, der eben auch eine höhere Dosis von etatistischen Planungskomponenten umfasst, gegen den Rechtsliberalismus oder Neoliberalismus. Das ist vielleicht die beste Art und Weise, wie man sich das umkämpfte Feld. Der Kapitalismus ist nicht stabil, der Sozialliberalismus, der etatistische sozusagen Liberalismus, der geht in Richtung Wohlfahrtsstaat. Und der Rechtsliberalismus will genau diesen Weg nicht und nennt seinen Weg dritten Weg, ironischerweise. Also wir haben es eigentlich um zwei dritte Wege. Es gibt einen Kampf von zwei dritten Wegen, den Kampf von Sozialliberalismus und Wohlfahrtsstaatskapitalismus gegen die viel, viel minimaleren sozialen Integrationsvorstellungen des Rechtsliberalismus und eben deren Perspektiven einer stärker marktliberalen Wirtschaftsentwicklung. Ja, so gerne ich da das breit noch weiter diskutieren würde, müssen wir mit ein paar größeren Schritten nach vorne gehen, auch wenn das immer dann doch darunter leidet, das Gesamte. In den 50er und 60er Jahren ist ja sowohl von den Publikationen als auch vom ganzen Aufbau noch nicht so viel in der öffentlichen Wahrnehmung also festzustellen. Also auch hier wieder Mirowski mit seinem Einet-Beitrag.
zeigt das ja sehr schön auch in zwei Grafiken. Dennoch bilden sich damals, wie er es so immer nennt, diese russischen Puppen, nennt er das ja, warum wir das nicht richtig lokalisieren können. Also in den 50er, 60er Jahren bildet sich dieses Netzwerk aus. Und aber derjenige, der als der Bannerträger erscheint, ist nicht Hayek, sondern Milton Friedman. Also der die größte öffentliche Wahrnehmung erfährt. Wenn wir vielleicht darauf eingehen, Herr Blewe. Das ist eine typisch amerikanisch verzerrte Sicht der Wahrnehmung. Also Friedman gewinnt eine gewisse Rolle eigentlich ein bisschen später und spielt natürlich, sagen wir mal, die europäischen neoliberalen Zusammenhänge spielen eine zentrale Rolle, dass der Monetarismus dann eben einfach auch in europäischen Zeitschriften in Erscheinung tritt. Etwa das Ordo, das Magazin Ordo, publiziert eben die ersten Beiträge von Friedman und Bergen, der amerikanische Historiker, der da so eine Art Geschichte der Mopenhauer-Gesellschaft gemacht hat, hat ja tatsächlich versucht, gewissermaßen die Mopenhauer-Gesellschaft als so eine Art Jüngerorganisation von Hayek, die dann zu einer Jüngerorganisation von Friedman wird, darzustellen. Das ist genau ein bisschen dieser Fehler, dieser Fokussierung auf einzelne Große, die halt ja dann auch über den Nobelpreis dann halt so hervorgehoben werden. Und dabei geht gewissermaßen der Blick für diese breiten, viel breitere Einflüsse in der Gesellschaft geht völlig verloren. Also ich meine, der Friedman spielt in Europa in den 50er, 60er Jahren überhaupt keine Rolle, aber jemand wie Mestmecker spielt im europäischen Wirtschaftsrecht eine große Rolle. Haberler, natürlich aus den USA, aber eben als Österreicher, der einer der weißen Emigranten ist, spielt eine zentrale Rolle in der Handelspolitik. Wir sind vielleicht in ganz vieler Hinsicht sogar erst am Anfang einfach eine etwas realistischere Sicht der Dinge jenseits dieser Heroengeschichten, um, sagen wir mal, so ein bisschen besonders gern in der Öffentlichkeit hervortretende Leute zu schreiben, ne? Herr Blewe, Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich bin ja keine amerikanischen Heroengeschichte auf den Leim gegangen, sondern wie ich schon befürchtet habe, ist jede Verkürzung der ganzen Komplexität natürlich in keinster Weise gerecht. Da bin ich ganz bei Ihnen. Okay, wir haben die Trennung Ordoliberalismus von der Hayek'schen Mehrheit zur Wende der Ende 50er, Anfang 60er Jahre noch ganz kurz einzuholen. Hat die wirklich stattgefunden oder ist es auch ein Mythos? Es ist für mich ein bisschen eine Frage. Ich meine, ich habe mir das in Bezug auf die Entwicklungsökonomie ein bisschen angeguckt und dort kann man definitiv feststellen, dass der zentrale Mann aus dem ordoliberalen Lager, Wilhelm Röpke, in vieler Hinsicht eigentlich zu traditionell bleibt, also zu stark kolonialökonomischem Denken verhaftet bleibt. Aber der ist zum Beispiel in den USA ein sehr bekannter Mann, der hat, auch nachdem er dann aus der Mopenhauer-Gesellschaft quasi rausgedrängt wurde, der hat eine sehr starke Rolle gespielt in den transatlantischen Bezügen der Rechten. Man kann dann sehen, dass eben man kann den Neoliberalen bei der Arbeit der ihrer eigenen ideologisch-theoretischen Modernisierung zuschauen, wenn man eben die Debatten verfolgt, die sowohl auf den Mopenhauer Gesellschaftskonferenzen selbst und eben auch in den Publikationen sich niederschlagen. Und da ist es eben dann Peter Bauer, der eigentlich der Erste ist, der in Bezug auf die Entwicklungsökonomie den Durchbruch schafft, so eine Art generelleres Bild von Unternehmertum und kapitalistischen Entwicklungsperspektiven in globalen Süden aufzumachen. Dieses Bild, das kannten Leute wie der Röpke und andere, die noch sehr stark kolonialökonomisch gedacht haben, das hatten die nicht. Von daher muss man eben auch da eben in der Entwicklung gucken, welche Leute haben welche Beiträge zur einer Entwicklung von neoliberalem Denken gebracht in der Entwicklungsökonomie. Ganz klar Bauer und dann später Dipaklal. Der Bauer war immer noch ein bisschen so eine Art elitären und Ethno-Innovationssicht geprägt. Demgegenüber hat Dipaklal dann definitiv so eine kosmopolitische Kapitalismus-Entwicklungsperspektive aufgemacht, die, sagen wir mal, den Ansprüchen des Neoliberalismus als universelle Theorie
gerechter wird als das, was Bauer noch gemacht hat. Aber damals war Bauer der Erste, der eigentlich den Müll der französischen und deutschen und britischen Kolonialökonomie über Bord geworfen hat. Ja, man das weiß war jetzt nicht, das war jetzt sozusagen weniger zum Ordoliberalismus. Das ist wir kriegen im Moment ja gerade interessanterweise eine große Renaissance der Diskussion über den Ordoliberalismus, insbesondere über Foucaults Biopolitik, weil er zum ersten Mal für viele, viele kritische Intellektuelle überhaupt den Ordoliberalismus, sagen wir mal, aufs Tapet gebracht hat und Leuten gezeigt hat, dass und warum es interessant ist, sich mit dem Ordoliberalismus überhaupt zu beschäftigen. Na, lange Zeit galt das irgendwie als nicht besonders interessant. Und ich glaube, das war immer eine Fehlsicht. Also ich glaube, dass man sehr schön sehen kann, wenn man das alles ein bisschen genauer anguckt, dass die Ordoliberalen auch gar nicht so exklusiv waren im Sinne einer Lehre, die den Staat in die Verantwortung nimmt, um die freien Märkte zu gewährleisten. Das sagt der Karl Poliani zum Beispiel, der hat einen schönen Paragraphen in seiner Great Transformation, dass quasi alle konsistenten Liberalen ein klares Verständnis dieser Aufgabe hatten. Insofern wird der Ordoliberalismus auch ein bisschen weniger eigentümlich, wenn man so will. Natürlich hat er seine Eigentümlichkeiten in der speziellen Art und Weise, wie das unter Eugen in Freiburg in den 30er Jahren und Böhm in den 30er Jahren entwickelt wurde. Aber die Isolation, die da oft unterstellt wird, die ist falsch, weil wir haben eine andere ordoliberale Schule in Italien. Wir haben die ganz klaren Zusammenhänge, Buchanan und die Virginia School sind unter anderem durch die italienische, den italienischen Ordoliberalismus gewissermaßen geprägt. Also das ist auch interessant, dass wir quasi über die Analyse der Zusammenhänge in der Morpenauer Gesellschaft eigentlich sehr viel schöner sehen, dass es eine sehr intensive Kommunikation, einen sehr intensiven Austausch zwischen diesen vermeintlich so voneinander getrennten Linien gibt. Ja, das ist ja insgesamt als ein weltumspannendes transnationales Projekt auch gestartet worden. Es fällt einem schwer, gerade als Deutschen, wo man halt hauptsächlich mit dem Ordoliberalismus immer konfrontiert war. Und wenn man dann später diese Erweiterung dann sieht und auch die angelsächsische Perspektive, was dort eigentlich geschehen ist, dann wird es natürlich dann noch schwieriger. Dennoch muss ich fragen, in den 50er, 60er Jahren, wo lag denn eigentlich der Schwerpunkt? Gab es einen europäischen Schwerpunkt, wo der Monetarismus, wie Sie gesagt haben, über Fachzeitschriften und alles vorbereitet worden ist, während dann Amerika zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keine Chance hatte? Und welche Rolle hatte die University of Chicago in den 50er, 60er Jahren, also bevor dann der Durchbruch kam in Amerika? Ist das zeitgleich oder ist das zeitlich verschoben, wo jeweils mehr, sagen wir mal, Wirkungsmächtigkeit erzielt worden ist in Europa oder in den USA? Na gut, ich meine, das würde ich sagen, sind jetzt in der Tat Fragen, die man nicht so ganz generell beantworten kann. Wir sind über die Forschung sind wir zumindest so weit im Moment, dass wir sagen können, dass der Schwerpunkt der Mitgliedschaft lange eigentlich in Europa war. Und das einzige Meeting, was in den USA dann ja abgehalten werden konnte, 56 in Princeton, war ja für lange Zeit dann das erste Meeting und die USA werden in der Tat erst später wichtig, sagen wir mal, für die Zusammenhänge, wobei US-amerikanische Finanzierung und Zusammenhänge, etwa der Foundation of Economic Education in Lateinamerika, natürlich auch schon in den 50er, 60er Jahren eine große Rolle spielt. Parallel kann man eigentlich immer sagen, dass auch die deutschen Einflüsse da, gerade auch in Lateinamerika, sehr wichtig waren. Da bildete dann, sobald sie gegründet wurde, die Friedrich-Naumann-Stiftung aus Deutschland eine ziemlich große Rolle.
Und das ist ein bisschen der Punkt bei der ganzen Forschung. Also wir denken in der Dogmengeschichte der Ökonomie ja gerne in so einer Art geradlinigen Sequenz von Lehren, die dann irgendwie festgemacht werden an einzelnen Ökonomen. Ne? Das ist so die typische Hervorgehensweise. Also auch die Geschichte der ökonomischen Ideen wird erzählt als Geschichte großer Gelehrter, die dann die Werke, so die sich aufeinander aufbauen. Naja, das, was eine sozialhistorische Netzwerkforschung und eine gruppenbiografische und eine Gruppenwerksgeschichte, wie sie jetzt über die Rekonstruktion der Montpellier-Gesellschaft, wie wir das da versuchen, steht natürlich völlig entgegen einer solchen Autor- und werksfixierten Analyse von Ideengeschichte. Ja, weil das einfach die Bedeutung der einzelnen Autoren eigentlich runterschraubt und sich fragt, da spielt natürlich die ganze Perspektive der STS, Science Technology Studies, der Social Co-Production von Knowledge eine große Rolle, wo es auch nicht alleine nur um die im engeren Sinn intellektuellen Komponenten geht, sondern eben auch um das Zusammenwirken etwa der Unternehmerkräfte, die das unterstützt haben. Übrigens auch in einem sehr positiven Sinn. Also das sollte jetzt nicht nur im Sinne einer Instrumentalisierungsidee gedacht werden, sondern die unter der Bedingung von Verfolgung in den 20er Jahren, 30er Jahren war es eben interessant, dass für Neoliberale eben eigentlich nur in Wirtschaftszusammenhängen Freiräume existierten, um überhaupt zu forschen. Also das meine ich überhaupt, will ich überhaupt nicht in irgendeinem sozusagen negativ alleine verstanden wissen. Ja, genau so ist es, wie Sie es beschreiben. Also man kann hier nicht anhand von Einzelnen eine in den Wirtschaftswissenschaften beliebte Dogmen- und Ideengeschichte entwickeln, sondern es ist zeitgleich, es ist in einem Netzwerk, es hat Interdividenzen, gegenseitige Rückkopplungseffekte und so weiter. Ich muss aber dennoch jetzt den Fokus auf zwei Linien richten, weil nach meiner Meinung habe ich den Milton Friedman auch deswegen ins Spiel gebracht. Und gut, dass Sie gesagt haben, dass der zuerst in Europa in den Zeitschriften gefördert worden ist, noch viel mehr als in Amerika, weil er 67 in einer großen Rede, also erstmal hat dieses Standardwerk 62 mit der Schwarz zusammen über die Weltwirtschaftskrise und die Fehler der amerikanischen Geldpolitik geschrieben, Standardwerk natürlich. Dann 67 hat er eine natürliche Arbeitslosenrate eingeführt, also die Wegbereiter praktisch für eine monetaristische Geldpolitik der Notenbanken dann in den 70er Jahren wurde. Und die Notenbank ist für uns hier in der Academy deswegen so zentral, Herr Blewe, und ich weiß nicht, ob ich Sie mit dieser Frage überfordere oder nicht, weil sie ist ein Baustein, der zuerst aus dem bis dahin existierenden System herausgebrochen worden ist. Und zwar beginnend mit dem Untergang von Bretton Woods, mit der Schweizer und mit der deutschen Bundesbank. Da gab es ja dieses berühmte Konstanzer Meeting, was das ja vorbereitet hat, über Jahre, Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre. In den USA ist es ja erst mit dem Humphrey-Hopkins Act 1978 zur Wende gekommen, also zur monetaristischen Wende, und dass die Notenbank gegenüber dem Senat dann rechenschaftspflichtig wurde und nicht mehr de facto vom Finanzministerium gesteuert worden ist. Also gerade wenn man die späteren 80er und 90er Jahre verstehen will, ist nach unserem Verständnis das Herausbrechen der Notenbank aus dem, also ja, konstitutionellen Gefüges der Macht Ausführung in den 50er, 60er Jahren von zentraler Bedeutung. Sehen Sie das auch so? Und da hat natürlich der Milton Friedman die entscheidende Rolle gespielt. Oder tun wir das überbetonen? Also ich denke, das würde falsch, wenn ich das gesagt habe, dass der Friedman da in Europa zuerst in die Journale kam. Das ist natürlich Quatsch. Der war natürlich selbstverständlich, waren die Chicago-Leute in den 60er Jahren über ihre befreundeten Organisationen, etwa das American Enterprise Institute und so weiter, selbstverständlich auch in den amerikanischen Medien präsent. Also ich glaube, ich habe das eher in der Hinsicht gesagt, dass die Deutschen, zum Beispiel das Orde-Journal war eben das Journal, über das
die Lehre von Friedman, die Arbeiten von Friedman in Deutschland vorgestellt worden sind. Genauso wie die Montpellier Gesellschaftskollegen in Norwegen der Hoff in Norwegen die Zeitschrift Formant genutzt hat. Also man kann sehr schön sehen, wie die Montpellier Netzwerke genau die Infrastruktur bereitstellen, das Werk ihrer Kumpels aus Übersee eben lokal zu transportieren, wie umgekehrt. Ne? Genauso sind die amerikanischen Thinktanks die Netzwerke, in denen die Europäer dann eben publizieren und vorgestellt werden. Die wichtigsten, für meine Begriffe, der größte Einfluss, den die Montpellier Gesellschaftszusammenhänge in der Geschichte hatten, ist genau die Auflösung des Bretton Woods-Systems. Die Geschichte hat Matthias Schmelzer in seiner Arbeit im Metropolis Verlag veröffentlicht. Das ist genau ein wirklich extrem wichtiger Zusammenhang. Das war neben Friedman, insbesondere Machlup und Haberler, die im Rahmen der Montpellier Gesellschaft die Debatten über eine Alternative zu Bretton Woods geführt haben. Es gab in der Montpellier Gesellschaft zwei Lager. Einerseits das Lager, das eben den Übergang zu flexiblen Wechselkursen vertreten hat. Machlup, Haberler, Friedman, insbesondere die führenden Leute. Das andere Lager von Mises, die Franzosen, die eine Rückkehr zum Goldstandard gefordert haben. Und die Arbeit von Matthias Schmelzer beschreibt wunderbar die Debatten innerhalb der Montpellier Gesellschaft, den Sieg, wenn man so will, der flexiblen Wechselkursfraktion und die Art und Weise, wie die genau diese Leute dann in einer ganz engen Beratungstätigkeit sowohl im Wirtschaftslager als auch bei Nixon gewissermaßen die Entscheidung des Übergangs zu flexiblen Wechselkursen vorbereitet haben und auch die internationalen Konferenzen, die quasi die ganzen europäischen Zentralbanker und so weiter in der Geschichte dann halt beraten und überzeugt haben. Also insofern für meine Begriffe vielleicht der wichtigste Moment, der größte Einfluss eben gerade wiederum nicht alleine von Friedman, sondern von Machlup, Haberler und Friedman in diesem Fall. Ja, da bin ich ja froh, dass Sie diese Meinung teilen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind mit unseren Einschätzungen, dass die Deutsche Bundesbank und die Schweizer Nationalbank und jede andere Nationalbank, die ja zu dem Zeitpunkt jetzt nicht, sagen wir mal, unter dem Fuchtel des Finanzministeriums gestanden hat, also wie die Bank of England, ist ja verstaatlicht worden nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben natürlich mit dieser Wende zu flexiblen Wechselkursen haben die natürlich, und nicht mehr den Wechselkurs verteidigen zu müssen, wie es im Bretton Woods System war, haben die natürlich eine unabhängigere Rolle bekommen. Die Bundesbank sowieso schon, weil die ja aus einer Nichteinigung zwischen den Ländern und der Bundesregierung mit einer sowieso schon großen Unabhängigkeit ausgestattet war. Aber das ist sofort wirksam geworden 1973, 74. Wie gesagt, etwas verzögert in den USA. Dort hat es länger gedauert, um diesen alten Konsensus, also praktisch aufzubrechen. Also 6 Jahre länger, bis der Monetarismus dort eingeführt worden ist. Und wie gesagt, mit dieser natürlichen Arbeitslosenrate, die ja also eine Grundlage dann für die zukünftige Geldpolitik war, ist das nicht hoch genug zu, sage ich mal, zu bewerten, diese ja Schritte zur Kapitalfreiheit, die das ja beinhaltet. Wenn Sie vielleicht noch irgendwas sagen können zu den Euro-Dollar-Märkten, die von 58 an sich entwickelt haben. Stehen die in irgendeinem Zusammenhang, weil deren Gründung ist auch ganz eigenartig, weil sie sind ja eigentlich eine exterritoriale Veranstaltung, die USA, die den Dollar kontrollieren, können aber nicht den Euro-Dollar-Markt kontrollieren. Hat die Montpellier-Gesellschaft irgendwas damit zu tun oder nicht? Naja, ich glaube, damit haben sie in der Tat wahrscheinlich reichlich wenig zu tun. Der Versuch, also wichtige Beiträge zur Entwicklung von neoliberalem ökonomischen Denken zu erfassen, kann natürlich nicht darauf rauslaufen, dass man sie am Ende für alle realökonomischen Entwicklungen verantwortlich macht. Aber ich finde die ganze Frage mit dem Schritt hin zur sogenannten Unabhängigkeit der Zentralbanken ist natürlich ein interessanter Zusammenhang, der für meines Wissens nach auch nicht. Ich glaube, die Vordenker der sogenannten unabhängigen Zentralbanken, die ja bei näherem Hinsehen dann ganz so unabhängig auch wieder nicht sind, deren
die Konstruktion, in der sie halt aufgebaut sind, sind dann natürlich interessanter Gegenstand. Aber es ist halt klar, es geht darum, und das ist ganz klar mit Montpellier und neoliberalem Denken verbunden, es geht darum, den Einfluss der politischen Intervention in die Steuerung zu senken und zu begrenzen. Und da macht natürlich dieses Bild der zumindest relativen Unabhängigkeit von Zentralbanken sehr viel Sinn, weil man sie dann in so einer technokratischen Manier auf bestimmte Ziele wie Geldwertstabilität festlegen kann. Im Rahmen der Debatte die Herausbildung von Euro-Dollar-Märkten hat nun im Sinne der Neoliberalen vorgeführt, dass die Märkte eben nicht kontrolliert werden können. Und von daher sozusagen dieses vergebliche Bemühen einer Regulierung vor Augen geführt, was natürlich bei Licht betrachtet eher die Defizite einer auf eben nationale Ebene stark zentrierten Regulierung. Man hätte ja, wenn man ernsthaft gewollt hätte, hätte man wahrscheinlich die Euro-Dollar-Märkte sehr wohl integrieren können in eine internationale Kapital- und Geldmarktregulierung. Aber eben, das war sozusagen der Punkt, wo das ja schon sozusagen anfing zu kippen und wo einfach die Privatakteure, die sich die Euro-Dollar-Märkte zunutze gemacht haben, einfach schon Spielräume einfach gesucht und geschaffen haben. Aber der interessante Punkt in Bezug auf die auf den Übergang zu Bretton Woods ist, warum haben sich die Neoliberalen, warum haben sich Machlup, Habala, Friedman überhaupt auf flexible Wechselkurse eingelassen? Warum sind sie nicht, wie von Mises und andere, auf die Rückkehr zum Goldstandard aufgesprungen, was ja die härteste sozusagen Geldwertstabilitätsformel impliziert? Das ist sehr interessant, weil hier ging es in der Tat um das Primat von Kapitalmarktmobilität, von Kapitalmobilität auf internationalen Märkten mit dem sogenannten Triffin-Trilemma, dass man eben nicht gleichzeitig die monetäre Autonomie, die Kapitalmobilität und was war das dritte? Eine nationale Geldpolitik. Genau, Geldwertstabilität, nationale Wirtschaftspolitik, Kapitalmarktmobilität. Man kann nur zwei der drei Ziele verfolgen. Und die Einsicht von Friedman, Machlup, Habala war, wenn es eine Rückkehr zum Goldstandard gäbe, also für sie war das quasi aus der Realität des modernen Wohlfahrtsstaats und den Bedarfen des modernen Wohlfahrtsstaats, würden das die Staaten einfach nicht machen. Es war sozusagen eine Einsicht, dass es überhaupt keine Rückkehr gibt zum Goldstandard unter diesen Bedingungen. Und wenn es eine geben würde, dann hätte es impliziert, dass man Kapitalverkehrskontrollen hätte einführen müssen, um nationale, souveräne Geld- und Fiskalpolitik zu veranstalten. Aus der Überlegung heraus hat man dann gesagt, dann ist es uns viel wichtiger, dass wir die Kapitalmarktmobilität nicht gefährden und die sozusagen Haushaltsdisziplinen dann über die Zeit auch unter Bedingungen von flexiblen Wechselkursen erst wieder einholen. Also die Hintergründe dieser Debatte sind hochinteressant und auch für das sozusagen strategisch-taktische Kalkül, was hinter vielen Entwicklungen dieser neoliberalen Lehre eben steht. Kann man wirklich sehr gut nachlesen bei Matthias Schmelzer in seinem Buch im Metropolis Verlag. Also ich würde sagen, das war ja wirklich der erste große Höhepunkt dieser Veranstaltung. Ich würde mal ganz kurz den Sebastian fragen, dem ich ja immer gesagt habe, dass diese ganze Sache mit den Notenbanken, mit der Geldpolitik, dem Zusammenbruch von Bretton Woods eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben. Wie nimmst du das Gespräch heute mit Dieter Plewe bisher auf, Sebastian? Ja, für mich ist das alles natürlich hochinteressant und sehr bereichernd. Also ganz klar, weil ich auch jetzt die Rolle und die Entwicklung der Notenbanken in meiner Arbeit jetzt gar nicht berücksichtigt oder kaum berücksichtigt habe. Und insofern ist es für mich jetzt ein ganz wichtiger Input, einfach noch ein Aspekt dieser Geschichte, die man eigentlich jetzt, wie ich sehe, nicht wirklich außen vor lassen kann, um zu begreifen, wie auch jetzt der staatliche Akteur letztendlich Souveränität abgegeben hat. Und diese Frage der staatlichen Souveränität ist ja auch gerade heute hochaktuell und ganz entscheidend.
Ja, danke, Sebastian. Ich bin auch überrascht, Herr Blewe, wie stark Sie diese wirtschaftshistorischen Zusammenhänge drauf haben. Also ein großes Lob. Ich habe das gar nicht zu wagen gehofft, dass ich mit den Fragen also dermaßen tolle Antworten von Ihnen erhalten werde. Deswegen habe ich jetzt auch in den letzten Minuten diese Richtung forciert. Ich habe jetzt links für alle Zuhörer noch den Link von der Finanzen und Wirtschaft vor ein paar Tagen von Anatol Kaletsky, einem Wirtschaftsbeobachter aus England, der schreibt, warum das Fed den Monetarismus beerdigt hat. Und dann nochmal der Zusammenhang mit dieser natürlichen Arbeitslosenrate, wie gesagt, die man nicht unterschreiten darf, damit, wie gesagt, keine Inflation ausgelöst wird. Das hat jegliche linke Fiskalpolitik und Konjunkturpolitik in den letzten Jahrzehnten verunmöglicht, diese Theorie, die eigentlich nie empirisch nachgewiesen werden konnte. Also die großen Debatten, Philips-Kurve, Schmidt, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit, das sind ja die großen Schlagwörter aus der Zeit damals. Und jetzt Gott tut hat ihn selig. Ja, genau. Habe ich mal beerdigt worden vorgestern. Müssen wir fast eine Schweigeminute einhalten, aber wir gedenken auch so an ihn. Und und jetzt wird das zum ersten Mal in Umfeld einer Notenbank und auch noch der führenden, also zumindest in Frage gestellt oder schlichtweg abgelehnt und so weiter. Und das ist natürlich für alle neoklassischen, wir müssen jetzt unbedingt zu dem Thema auch kommen, die Verbindung Neoliberalismus, Neoklassik und die Rolle der University of Chicago. Jetzt habe ich aber meinen langen geldpolitischen Schlenker gehabt und deswegen jetzt komme ich da zu diesem Ende. Jetzt kommt dieses Ende hier von dieser Nairu. Das ist ja ganz wichtig für unsere pluralen Ökonomiestudenten auch, diese Frage. Und da sieht man, dass der Milton Friedman mit dieser These, und er war ja ein Simplifizierer, hat der Mirowski geschrieben. Diese doppelte Wahrheit, zu der müssen wir vielleicht auch noch kommen, aber das hat jahrzehntelang, wie gesagt, einen ganz entscheidenden Politikteil in den westlichen Gesellschaften dominiert, der dann also eine andere Politik verunmöglicht hat. Also das ist wirklich wirkungsmächtig gewesen. Naja, aber war es nicht eigentlich erstmal genau umgekehrt? Ich meine, wir haben halt einfach lange Zeit eine Klarheit, natürlich aus der Erfahrung der großen Depression heraus, dass die Arbeitsmärkte eben keineswegs funktionieren, wie, sagen wir mal, die Neoklassik sich das immer, oder wie die Neoklassik das vielleicht unterstellen würde. Und das heißt, lange Zeit war eben so ein klares Verständnis, dass eben um Vollbeschäftigung zu schaffen, dass es da eben auch staatliche Interventionen bedarf, ne? Und insofern ist es eine lange Debatte und die Verschiebungen, die dann kommen, also die insbesondere mit dem starken Anstieg von Sockelarbeitslosigkeit mit den 70er Jahren beginnen, die haben natürlich, sagen wir mal, die Debatten verschoben. Das, was vorher einigermaßen gut zu funktionieren schien, Vollbeschäftigung und so weiter, das stimmte auf einmal nicht. Und die Maßnahmen, die man ergriffen hat, um gegen die wachsende Arbeitslosigkeit anzugehen, die griffen nicht mehr, sondern es ging trotz eben diesen Konjunkturprogramm und so weiter nach oben. Also ich meine, da fehlte sozusagen auf der keynesianischen Flanke fehlten wahrscheinlich, würden Marxisten sagen, natürlich Einsichten in Strukturveränderungen von Kapitalismus, ne, weil man einfach vielleicht sehr naiv noch in ein bestimmtes wirtschaftspolitisches Instrumentarium vertraut hat und die neoliberalen Thesen waren gewissermaßen wirklichkeitskonformer, ohne damit sozusagen, die haben ja im Kern auch das Interesse der Vollbeschäftigung selbst preisgegeben. Also sie haben ja im Prinzip klar gesagt, dass sie mit einer natürlichen Rate von Arbeitslosigkeit akzeptiert man ja, dass Vollbeschäftigung eigentlich kein ernsthaftes Ziel mehr ist. Ne? Ja, also interessant ist doch, 1967 wird in Deutschland das Stabilitätsgesetz eingeführt. Also Schiller bringt die SPD an die Macht, indem er eine eigene wirtschaftspolitische Agenda gegenüber der Union setzt, nämlich den Keynesianismus. Aber eigentlich schon zu dem Zeitpunkt und wenige Jahre später dann ganz sicher ist diese durch die weltweiten entstehenden Kapitalmärkte der Druck
schon so groß geworden, dass die Nationalstaaten sich in einem Konkurrenzparadoxa befinden. Also zum Beispiel ein Rechtsprofessor aus Bremen, der Rolf Knieper, hat es wunderbar erforscht, schon in den 70er Jahren und dann abschließend mit seinem großen Werk 91 gezeigt. Das heißt, die Nationalökonomie war da eigentlich schon am Ende. Und deswegen, als dann die Einführung der freien, flexiblen Wechselkurse kam und diese Durchsetzung bei der Mont-Pelerin-Gesellschaft haben sie ja wunderbar uns hier erklärt, ja, in dem Moment waren die, wie gesagt, wirklichkeitsnäher. Sie haben diesen beginnenden Globalisierungsprozess einfach realistischer abgebildet als die Nationalökonomen aus der Bretton Woods-Zeit sozusagen. Wenn ich da mal nach einhaken kann. Ja, und gerne. Zwar, ich weiß nicht, ob... Sebastian, wir hören dich nicht. Also ich weiß nicht, ob wirklichkeitsnah, wirklichkeitsnäher vielleicht so das richtige Wort ist. Ich glaube einfach nur, dass die Neoliberalen zu diesem Zeitpunkt einfach eine Erzählung, wenn man vielleicht so will, hatten, die einfach besser gepasst hat vielleicht in diesen zeitlichen Rahmen, wo keynesianische Instrumente vielleicht nicht mehr ganz so gut gegriffen hatten wie zuvor. Aber selbst da, denke ich, muss man auch ein bisschen relativieren, denn wenn man sich die Daten anschaut, die Wachstumsdaten oder auch die Arbeitslosenzahlen, dann hat die Konjunkturpolitik immer noch besser begriffen als dann später in den 80er Jahren die angebotsorientierte Politik oder die monetaristische Politik. Da sind die Wirtschaftszahlen eigentlich dann nochmal schlechter geworden. Also insofern lässt sich eigentlich diese Erzählung nicht aufrechterhalten. Der Keynesianismus, so simplifiziert, hat nicht funktioniert. Danach aber der Neoliberalismus hat funktioniert, weil er wirklichkeitsnäher gewesen wäre. Das stimmt einfach nicht, weil es sich durch die Zahlen, die wirtschaftlichen Daten nicht erhärten lässt. Jetzt ist meine Tochter wach geworden. Ja, das höre ich gerade, Sebastian. Schade. Ich würde sagen, wir haben jetzt nicht diese realistischere Einschätzung mit Angebotspolitik verknüpft. Also ich zumindest nicht. Sondern Angebotspolitik, haben ja viele Mitglieder der Mont-Pelerin-Gesellschaft selbst gesagt, ist Stuss und so weiter. Und zum Beispiel Reagan hat ja auf keinen Fall eine angebotsorientierte Politik gemacht. Er hat eine keynesianische Nachfragepolitik gemacht, aber halt hauptsächlich mit Steuersenkungen und mit militärisch-technischer Ausgaben. Ja, aber Steuersenkungspolitik ist ja eigentlich auch ein Element der Angebotspolitik, zumindest zum Teil. Also ich kann sagen, dadurch kann auch Nachfrage generiert werden, wenn man so will. Aber lassen wir den Herrn Bleben nochmal dazu antworten. Was meint er? Na, ich würde vor allen Dingen, also stimme Sebastian sehr zu, dass also wirklichkeitsnäher sollte nicht verstanden sein im Sinne von der Wahrheit näher, ne? Sondern wirklichkeitsnäher im Sinne von für Leute überzeugender oder greifbarer oder sowas, ne? Wenn wir über Keynesianismus die Vorstellung hatten, dass man über Inflation, über Staatsintervention die Arbeitslosigkeit senken können, wir können sie dann nicht mehr senken, dann erscheint es erstmal sozusagen eher überzeugender, dass man von mir aus mit einer natürlichen Arbeitslosenrate anfängt und sowas, ne? Also, aber ich meine es wirklich nicht im Sinne von wahrheitsgemäßer oder sowas, ne? Ganz wichtig. Das habe ich auch nicht so gemeint, natürlich. Der andere Punkt, der in dem Zusammenhang wichtig ist, ist eben, dass wir müssen natürlich die Geschichte des Keynesianismus in Deutschland, wenn man so will, neu oder überhaupt mal ernsthafter wahrnehmen, weil der deutsche Keynesianismus war ja tatsächlich sehr verhalten im Vergleich zu den amerikanischen, britischen sozusagen wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Und wir haben so eine Art Hinwendung zu einem Keynesianismus mit ordoliberalen Eckpfeilern, weil die Art und Weise, wie Schiller und in Zusammenarbeit übrigens mit enger Zusammenarbeit mit Girch, der dann später Mont-Pelerin-Gesellschaftspräsident geworden ist und über die Episode Ende 60er Jahre zum Hayekianer wurde. Da hatte man tatsächlich diesen Bedarf, dass der deutsche Ordoliberalismus, die deutsche soziale Marktwirtschaft kein hinreichendes Instrumentarium für die Anforderungen der modernen Wirtschaftspolitik boten. Und da kam die Hinwendung eben zum Rat, zum Wirtschaftsweisen, zum
zum Vorstellung von Globalsteuerung, die aber, wenn man das sich genau anguckt, warum ist Schiller zurückgetreten? Warum ist Schiller also nach 3-4 Jahren als Superminister zurückgetreten? Er konnte seine Vorstellung, dass man gewissermaßen in der Aufschwungsphase dann in der Tat die Sozialausgaben wieder zurückfährt und so eine Art ordoliberalen Balanceakt baut, die konnte er nicht durchsetzen und ist dann zurückgetreten, aus der SPD ausgetreten. Mit Erhard gemeinsam hat er die Oppositionspolitik gegen Schmidt, gegen Brandt und Schmidt gemacht. Also wir haben sozusagen eine ganz interessante kurze Phase, in der es so eine Art Kompromissorientierung zwischen deutschen Neoliberalismus und Keynesianismus gab. Aber er war im Prinzip unter der Prämisse des Ordoliberalismus gestrickt und er scheitert, weil, sagen wir mal, weder lässt sich die Sozialdemokratie im Parlament überzeugen, dass man jetzt hier technokratisch steuert. Es war eine nachholende Aufbau vom Sozialstaat. Noch kann man eben in diese föderalen Strukturen so weit eingreifen, weil viele Elemente des Sozialstaats über sozialen Wohnungsbau und so weiter sind eben nicht steuerbar, sozusagen aus einer bundespolitischen Spitze heraus. Und das gewissermaßen wird da so ganz klar, dass es so eine Art Missverständnis gab. Ne? Und dann gibt es ganz neue Konturen, dann gehen sowohl der Giersch, wird zum Radikal-Hayekianer, der Schiller tritt zurück und tritt aus und wird zur scharfen Opposition. Und wir haben dann diese Konstellation, dass in der Realpolitik wir so eine Art dahinwabernden Keynesianismus in Deutschland haben und dann aber in der wirtschaftspolitischen Opposition eine sehr immer stärker werdende angebotsorientierte neoliberale wirtschaftswissenschaftliche Opposition. Und das ist ja die Kontur, die uns insbesondere eigentlich bis heute, sagen wir mal, so schaffen macht, dass die sehr wortlauten Ökonomen scheinen alle irgendwie zu diesem angebotsorientierten neoliberalen Konsens zu gehören. Also das ist genau das Thema, was Sebastian auch in seiner Arbeit gezeigt hat. Klar, die Union war in den 70er Jahren doch ziemlich lange auch sehr orientierungslos. Also die FDP hat da viel schneller reagiert mit Stützel und mit anderen, Friedrich, der damals, ich glaube, Wirtschaftsminister dann war. Aber das bei Schiller, das finde ich hochinteressant, weil Schiller war ja auch für flexible Wechselkurse. Naja, gut, ich meine, die flexiblen Wechselkurse waren dann ja der Konsens, ne? Eine moderne Ökonomie. Da war Schiller viel früher schon, also schon 71 und so weiter, bevor es dazu kam. So. Naja, gut, der war möglicherweise, das wäre interessant, müsste man mal gucken, ob und inwieweit er eingebunden war in diese Konferenzzyklen, die da stattgefunden haben. Aber ich muss jetzt trotz aller bundesrepublikanischen Geschichtsinteresse von uns hier nach Amerika rübergehen und zwar zur Rolle der Universität von Chicago, die ja praktisch in diesen zwei Kreisen, die Mirowski geschrieben habe, hier der Neoliberalismus, da die Neoklassik und die Schnittmenge zwischen beiden ist die University of Chicago. Wir kommen dann in einem zweiten Schritt noch zur Virginia School of Law, aber erstmal vielleicht hier. Und hier gibt es ja noch einige weitere Figuren. Wir haben ja insgesamt 8 Nobelpreisträger aus der Mort-Pollard-Gesellschaft. Darunter, wie gesagt, Friedman und Hayek 74 und 76. Da müsste man das natürlich mit der Reichsbank jetzt auch nochmal reflektieren. Da kommen wir auch nicht herum, wie Sie gleich sehen werden, bevor wir nach Amerika gehen können. Und dann aber auch Stiegler und dann später Buchanan von der Virginia School of Law, Public Choice Theorie und so weiter. Also wir müssen jetzt den Fokus darüber lenken, aber ganz kurz vorher noch den Exkurs über den Reichsbankpreis ab 1968 für Wirtschaftswissenschaften. Und das da hat doch auch großen Einfluss gegeben von der MPS. Naja, es ist klar, dass der erstens war der ist ja eben einfach schon mal wichtig zu sehen, dass es eben kein normaler Nobelpreis ist, sondern eben entwickelt wurde von der schwedischen Reichsbank als Preis in Anlehnung an den normalen Nobelpreis.
um gewissermaßen damit die Ökonomie aufzuwerten, in die Nähe der Naturwissenschaften zu rücken. Um damit konnte man natürlich Prestige und Bedeutsamkeit der Ökonomie als Wissenschaft stärken. Ne? Das war, sagen wir mal, so ein kluger Schachzug, könnte man sagen. Kann man ihnen gratulieren, haben sie geschafft. Und ein Zusammenhang ist eben, dass ein Montpellierer Gesellschaftsmitglied definitiv im Kreis dieser Weltbank der Einrichtung des Nobelpreises war. Gerade im Moment ist mir der Name, fällt mir gleich wieder ein. Der war nicht besonders rege in der Montpellierer Gesellschaft, aber er war definitiv Mitglied und war auch, also ich habe ihn im Zusammenhang mit entwicklungsökonomischen Debatten, ist er definitiv in Diskussionen, also auf Meetings gewesen, hat an Diskussionen teilgenommen. Also es ist, Mirowski wird das im nächsten Jahr, wie gesagt, als einen Beitrag zu dem nächsten Band, den wir da planen, noch ein bisschen klarer rausarbeiten. Und dann ansonsten haben wir halt diese inzwischen 8 Preise für Montpellierer Gesellschaftsmitglieder. Wenn man sich viele, viele andere Preise anschaut, dann wird man feststellen, dass die zwar nicht Mitglied in der Montpellierer Gesellschaft sind, aber eigentlich durchaus sein könnten. Ne? Also Pharma und Efficient Market Hypothesis und sowas. Aber das ist gleichwohl immer noch sozusagen ein einigermaßen großes Feld. Wichtig ist einfach nur, es gibt den Zusammenhang. Ne? Also wir haben halt natürlich am Anfang für Myrdal und so ein paar Preise eben auch tatsächlich für sozialliberale, progressive Ökonomen gehabt. Aber das war eine verschwindende Minderheit in der Geschichte des Nobelpreises. Ja, Hayek hat ihn ja zusammen mit Myrdal bekommen. Das ist natürlich eine der großen Treppenwitze der Geschichte. Aber die zwei Schweden, die da in dieser Vergabepolitik entscheidend waren, die haben doch also eigentlich direkte Linien und Fäden führen da zur MPS, wie ich bei Ihnen doch gelesen habe. Welche meinen Sie? Oh, ich weiß jetzt nicht mehr, die zwei schwedischen, also die praktisch diese Auslobung der Nobelpreise für Wirtschaftswissenschaften dann vorgenommen haben. Ja, wie gesagt, also mir fällt im Moment auch gerade der Name nicht ein. Ja, das sind zwei schwedische, ziemlich komplizierte Namen. Also, das können wir ja nochmal nach. Der zweite sogar noch mehr als der erste, haben sie geschrieben in diesem Prokla-Artikel schon 98. Ah ja, dann kann man es da ja ganz gut nachlesen. Ganz genau. Also gehen wir nach den USA und zur Schnittmenge zwischen neoliberal. Also eine der größten Missverständnisse ist ja, wie Sie und Mirowski sagen, dass Neoliberalismus kein Neoklassik ist und kein Marktfundamentalismus ist. Das ist ja eigentlich erst einmal, hört sich ja eigenartig an, oder? Weil die Ökonomen von der Universität von Chicago, die werden doch allzu oft als Marktfundamentalisten beschrieben, aber es ist ja gar nicht so. Und da ist die Schnittmenge zur Neoklassik. Und ich weiß nicht, ob Sie das hier genauso, Sie haben ja letztes Mal gesagt, Sie kennen auch die amerikanische Sicht ziemlich gut. Können Sie uns das mal ein bisschen erhellen? Naja, es ist, glaube ich, immer noch ein wichtiges Gebiet. Also ich glaube, dass es ein großes Missverständnis generell gibt, dass es gerne wird Neoklassik und Neoliberalismus gleichgesetzt. Das ist ja nun zuallererst mal deswegen problematisch, weil die ganze sozialistische Kalkulationsdebatte ja deutlich gemacht hat, dass auf der Basis der Neoklassik Marshalls Vorstellung von, dass da sozusagen ein der Markt ja immer einen Ausgleich zum Ausgleich gebracht werden muss, dass auf der Basis dann eben Lange und andere ihre sozialistischen Vorstellungen von sozialistischer Planwirtschaft sozusagen auf der Basis der Neoklassik gemacht haben. Und das war für von Mises, für Hayek und für viele andere war nun einfach ein massiver Anlass, eine Gegenposition zu entwickeln. Und wir haben halt eine sehr scharfe natürlich Gegnerschaft, wenn man so will, im Rahmen der Austrian Economics gegen Neoklassik. Wir haben eine viel pragmatischere Umgangsweise, sowohl im deutschen Ordoliberalismus als auch im Rahmen der Chicago School. Also die, sagen wir mal, die Schärfe der
Distanzierung, der ideologischen Distanzierung von bestimmten Formen, neoklassischen Denken zumindest, in der österreichischen Schule ist sehr viel klarer als eben diese angewandte Neoklassik in Verbindung mit neoliberalen Interpretationsmustern, die halt dann in Chicago und in Deutschland eben um sich greift. Und damit verbunden ist natürlich auch, dass natürlich sowohl in Chicago als auch im Rahmen des Ordoliberalismus hat man dann halt doch angefangen zu rechnen und hat die ganze moderne Ökonometrie eben umarmt. Und das haben die Österreicher so ja quasi nicht gemacht. Ne? Ja, dennoch sind da ganz wegweisende Arbeiten dann entstanden von Stiegler und von vielen anderen Ökonomen an der Chicagoer Universität. Und parallel dazu ist in Virginia von Buchanan und mehreren anderen die Public-Choice-Theorie entwickelt worden, die auch ein weiteres Element praktisch dieses neoliberalen Paradigmas oder dieser Ideologie darstellen. Interessant fand ich bei Ihnen, dass Sie 1964, als Sie Goldwater, also einen relativ rechts außen der Republikanischen Partei im Wahlkampf gegen Johnson unterstützt haben, dass die damals von der Virginia School of Law geflogen sind und später sind sie dann Nobelpreisträger und Heroin geworden. Das ist auch so eine interessante Geschichte. Wie hat sich denn das da durchsetzen können, also diese zwei Stränge? Also man hatte immer nur diese Debatte Saltwater, Freshwater. Es hat ja auch Widerstände gegeben in Amerika gegen diese Sichtweise. Na, zunächst mal muss man sich ja fragen, eben wenn man sich jetzt Stiegler anguckt, was ist Stieglers Werk? Hat das mit Neoklassik viel zu tun? Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ich bin insofern dann doch kein Wirtschaftshistoriker oder Wirtschaftsideengeschichtler genug, um das endgültig beurteilen zu können. Ich kenne ihn halt aus den Arbeiten, die zur Kritik an der staatlichen Regulierung. Er ist einer der drei wichtigen Leute, die halt die sogenannte positive Theorie staatlicher Regulierung entwickelt haben, ne? Das oder Capture Theory, das entgegen den Lehren der traditionellen Pigou'schen Wohlfahrtsökonomie, die dann ja sozusagen auf der Basis von einem Marktversagen über einen staatlichen Regulator die Probleme abschaffen will, hat Stiegler, Posner und Peltzmann auf der Basis von Coase haben eben diese Theorie, die positive Theorie der staatlichen Regulierung dahingehend, dass eben quasi das eine Nachfrage nach Regulierung von den regulierten Unternehmen und den Gewerkschaften gibt. Also es war im Kern sowas wie so eine platte Partial-Stamokap-Theorie, die eigentlich Stiegler und Posner und Peltzmann da formuliert haben, weil im Prinzip so eine Art instrumentelle Indienstnahme der staatlichen Regulierungsbehörden durch die regulierten Unternehmen und ihre Gewerkschaften da als zentrale These aufkam. Ob und wie viel das jetzt mit neoklassischer Ökonomie zu tun hat, weiß ich nicht. Ich glaube nicht so arg viel. War aber im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem modernen Regulierungsstaat und mit den Formen staatlicher Regulierung, die als Teil der New Deal und der Great Society Programme entwickelt wurden, war es natürlich eine ganz wichtige Auseinandersetzung mit der Relevanz des Staatsapparats, staatlichen Regulierungsbehörden für die Regulierung von manchen Märkten, ne? Also Transportmärkte, Bankenmärkte und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen der Teil der Chicago School, der für meinen Begriff eben recht wenig mit dieser Fusion von Neoliberalismus und Neoklassik zu tun hat, sondern eben eher so eine Art politökonomisches Denken, was dann natürlich in der Public-Choice-Schule sogar noch verallgemeinert wurde. Also man kann ja sagen, dass Public-Choice eigentlich eine Verallgemeinerung der Ansätze, die Stiegler, Posner, Peltzmann in Bezug auf die Regulierungstheorie gemacht haben und nochmal eine andere verhaltensökonomische Unterfütterung oder so, ne? Weil die das nutzenmaximierende Verhalten der Politiker, das war schon die Kritik,
gewissermaßen der Regulierung, der positiven Regulierungstheorie, dass der Staat eben nicht in dem Sinne eine neutrale oder positive Instanz ist, die Marktversagen bewältigt, sondern dass der Staat ein Instrument von starken Interessen ist. Und bei der verallgemeinerten Public-Choice-Theorie wird es ja dann die Eigeninteressen der Politiker rücken ins Zentrum der staatlichen Regelungspolitik. Das ist natürlich was ganz anderes als die sehr naive und in der Hinsicht völlig untaugliche traditionelle Vorstellung der Wohlfahrtsökonomie. Da hatte die war natürlich in Bezug auf die Kapitalismusprobleme sehr viel realistischer, aber sie hatte eine sehr naive Staatstheorie. Dann sind ja die 70er Jahren auch noch in einem weiteren Rahmen von Interesse und von hoher Bedeutung, nämlich dieser teilweise Befreiung des Individuums Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da steht ja dieser Begriff Selbstverwirklichung im Zentrum. Gibt es ja von Adam Curtis die schöne Aussage in einer seiner Dokus, das war 1970 so 8% der Gesellschaft, die sich selbst verwirklichen wollten, 1980 waren es 80%. Also da scheint ja was Grundlegendes passiert zu sein in den 70er Jahren, also im gesellschaftlichen Bereich hat sich da irgendwas geändert. Inwieweit war das für diese Ideen des Neoliberalismus ein entscheidender Anknüpfungspunkt, dass ab, wie gesagt, 79 Thatcher, 80 Reagan, dann ja fast zwei Jahrzehnte sozialdemokratische und linke Parteien und Labour und so weiter nicht mehr an die Macht zurückgekommen sind. Mit Klammern jetzt mal Clinton aus, zu dem kommen wir später noch. Das müssen die irgendwie schneller begriffen haben als die linke Seite, was da vor sich gegangen ist, und die haben sich das nutzbar gemacht, oder sehe ich das falsch? Na, ich meine, das in dem Zusammenhang ist es einfach wichtig, natürlich die 70er Jahre neu anzugucken, und wir haben wahrscheinlich, die meisten von uns haben so ein Bild, die 70er Jahre waren eben die Studentenrevolten, das waren die progressiven Jahre, ne? Und wir haben uns weniger damit beschäftigt, dass in den 70er Jahren eben auch man könnte sogar sagen, wegen Chile und anderen kleinen Problemen waren die Neoliberalen damals wirklich auch nicht unbedingt in der Offensive, weil die ganzen Menschenrechtsverletzungen in Chile, die haben dem neoliberalen Projekt zunächst mal tatsächlich wehgetan. Also es war selbst in Deutschland konnte der Hayek seine Verteidigungsreden für sein Engagement in Chile konnte er nicht in der FAZ veröffentlichen. Das wurde ihm verwehrt. Das einzige Organ, was bereit war, seine Sachen zu öffentlichen, war die Hans-Seidel-Stiftung in Bayern. Da gab es ein richtiges Zerwürfnis, sagen wir mal, in Deutschland im Lager des Neoliberalismus über die Chile-Frage. Und generell haben wir natürlich eher so ein Bild, gab es große Klassenkämpfe, gab es noch so eine Art sozialen Bewegungsvormarsch und so weiter und so fort. Und wir sehen vielleicht nicht genug, das und wie stark eben in dieser Zeit eben auch, sagen wir mal, diese neoliberalen Orientierungen trotz Chile mit, sagen wir mal, Individualismus, Freiheit, Wohlfahrtsstaatskritik, Paternalismuskritik gewissermaßen zusammenpasst mit einem neuen Bedürfnis nach Individualisierung und nach Selbstständigkeit. Aber das ist eher noch ein guter Untersuchungsgegenstand als schon sozusagen das Kapitel, in dem man große Klarheit hat. Ja, aber da tun sich ja solche Dokumentarfilme wie Adam Curtis und teilweise auch Philipp Mirowski, der ja auch diesen Machinery Dreams Ansatz hat, den Sie auch kennen. Also er ist ja erst, wie Sie sagen, mit Ihnen dann richtig mit diesem Neoliberalismus und dieser Ideengeschichte konfrontiert worden. Er kommt ja von dieser Richtung eher. Und diese Richtung hat ja auch Schirmacher eher aufgegriffen. Also in seinem letzten Buch Ego, das Spiel des Lebens, also diese spieltheoretischen Ansätze von Nash, von der Rand Corporation, von diese ganzen Entwicklungsstränge und weniger diese, sage ich mal, ökonomischen, ideengeschichtliche
dogmengeschichtliche Auseinandersetzung. Leider, wie gesagt, ist Schirmacher viel zu früh von uns gegangen, aber er hatte Mirowski als seinen wichtigsten Zeugen aufgeführt. Haben Sie jemals Kontakt mit Schirmacher gehabt? Und er kam ja von dieser ganz anderen Seite. Sie sagen ja, dieses noch gar nicht richtig erforscht in den 70er Jahren bei uns hier in Deutschland. Naja, wir haben ja, dann Schirmacher hat ja, war ja freundlich und hat in der Tat sowohl Phil als auch mich quasi eingeladen, regelmäßig in der FAZ was zu machen. Das haben wir dann doch nicht so oft gemacht, weil er dann halt so früh gestorben ist. Wir haben uns einmal getroffen, es war auch interessant und er hat eben über Phils Arbeiten sozusagen ist er dann halt auch aufmerksam geworden auf die deutsche Forschung, unsere Forschung zur Neoliberalismusgeschichte und diese ganze Linie, sagen wir mal, von Machine Dreams und die liegt ja gewissermaßen neben dem organisierten Neoliberalismus. Ne? Da gibt es zwar Überschneidungen, aber es ist nicht sozusagen ein Teil der Montpellier-Netzwerke. Das sind, wenn man so will, sind verschiedene ja hochrelevante Einflussstränge, die natürlich jetzt heute im Silicon Valley und dem ganzen Rekurs auf alle Probleme der Welt können technologisch gelöst werden. Das sind höchst kompatible Diskurse mit neoliberalem Denken. War erst kürzlich auf einer Think Tank Veranstaltung hier in Berlin, wo so ein Venezuelaner, der also aus einem von dieser Singularity University dann also diese wirklich unsäglichen Erzählungen da von sich gegeben hat, einfach hochinteressant. Naja, und gut, der Schirmacher hat in dem Zusammenhang eben auch nicht so stark die Verwicklungen, das war, hat ihn sehr interessiert, diese ganzen Neoliberalismus-Verwicklungen, aber im Zusammenhang mit den Machine Dreams Geschichten und den Algorithmen, der Macht der Algorithmen war bei ihm im Vordergrund die vielleicht völlig unterschätzte Rolle der großen amerikanischen Internetkonzerne und der Art und Weise, wie dort ein ganz anderes Machtzentrum in der weltwirtschaftlichen Konstellation Einzug hält. Ne? Also insofern muss man da wahrscheinlich die Linien so ein kleines bisschen auch durchaus auseinanderhalten. Das meine ich ja auch. Also es ist nicht eine Wirkungsgeschichte alleine, sondern sie muss in ihrer Interdependenz und ihrer Zusammenwirken mit weiteren Wichtigen gesehen werden. Und wahrscheinlich sind das noch nicht mal die zwei alleinigen. Sie sagen, Sie setzen das Projekt mit dem Herrn Philipp Mirowski fort in einer neuen Buchproduktion. Heißt das, dass Sie regelmäßig mit ihm in Kontakt stehen und die Möglichkeit auch bestände, dass wir über Sie oder vielleicht Sie auch beide gemeinsam hier dann in einem englischen Diskussionsformat als Gäste begrüßen können? Er müsste noch nicht mal nach Europa reisen, sondern wenn man den Zeitunterschied einkalkuliert, könnte das von Indiana aus machen. Boah, das kann man bestimmt mal irgendwie hinkriegen. Dürfte nicht so ein großes Problem sein. Also wir werden jetzt im März, 20. bis 22. März, werden wir hier am WZB diese Tagung machen. Das wird so ein bisschen der nächste Punkt, wo wir sowohl gewissermaßen noch ein bisschen stärker in die Vorgeschichte, auch die institutionellen Umgebungen, das Kolloquium Walter Lippmann, das ist bei uns bis jetzt auch immer so ein bisschen vom Himmel gefallen. Man konnte gar nicht so richtig verstehen, wieso es das eigentlich gab, außer diesem Anlass, dass der Walt Lippmann sein großes Buch geschrieben hat. Das war aber ein Teil der League of Nations Anstrengungen, einen globalen sozialwissenschaftlichen Dialog zu erzeugen. Das ist vielleicht eine ganz interessante Erweiterung, die sozusagen institutionelle Einbettung dieser Frühgeschichte des Neoliberalismus. Und dann werden wir in dem nächsten Band auch relativ weit ausgreifen in andere Weltregionen, Japan, Indien, sozusagen einfach viele von den bis jetzt sträflich und grausam vernachlässigten Aspekten der immer noch viel zu amerikanisch-europäisch zentrierten Geschichte des Neoliberalismus. Also Philipp Mirowski kommt zu diesem Zeitpunkt nach Berlin. Sehe ich das richtig?
Ja, der ist ja öfter da. Letzte Woche, vor 2 Wochen war er auch hier. Da hat er ja so eine Bosch, bei der Bosch-Stiftung hat er sowas STS-mäßiges gemacht. Ja, aber auf jeden Fall, also da am 20. bis 22. ist er in Berlin. Und da werden wir nur keine Zeit haben, weil da haben wir dann mit der Tagung genug zu tun. Ja, das ist schon klar, aber es gibt mir trotzdem Hoffnung, wenn er so oft kommt, dass wir dann hier wirklich zum Zuge kommen als plurale Netzwerk, als auch als Academy. Ja, Herr Blewe, wir haben 21.40 Uhr und es gibt noch unheimlich viel zu sagen, aber wir werden es wahrscheinlich auf 2 Teile machen müssen. Ich werde Sie nochmal einladen müssen, auch alleine. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt gleich irgendwie hier rückwärts vom Stuhl fallen, aber ich frage mal in die Runde, bevor Sie jetzt antworten, an die Leute, ja, haben Sie wichtige Fragen, die Sie heute noch dem Herrn Blewe stellen wollen, die bis zu dem jetzigen Punkt, und wir haben viele Sachen noch gar nicht angeschnitten, also wie gesagt, es war unheimlich mühsam von den Anfängen bis jetzt überhaupt dahin zu kommen, und da haben wir schon viel auch weglassen müssen, also es ist halt ein unheimlich komplexes Feld. Gibt es Fragen an den Herrn Blewe? Also ich habe einige Fragen mir auch aufgeschrieben, habe die aber in das Pad nicht eingefügt und möchte deshalb mal hier so eine kleine Moderatorenrolle einnehmen und die erste Frage von Money Mind hier den Vorzug lassen. Er hat gleich ein paar aufgeschrieben. Du müsstest dann ans Mikrofon kommen, ja. Money Mind, ich sehe jetzt, dass wenn Sie eher die... Aber will Money Mind selbst nochmal fragen? Ja, danke. Ja, danke, mache ich. Ich stelle meine Fragen selber. Ja, Herr Plewe, vielen Dank für die interessanten Informationen. Ich hätte noch eigentlich 3 generelle Fragen noch zu Ihrem Forschungsansatz. Und zwar zunächst mal haben Sie ja gesagt, die eher die Gruppen und Netzwerke im Blick haben, in denen der neoliberale Diskurs produziert wurde. Dazu wäre jetzt meine Frage, welche Rolle spielt denn da für Ihre Fragestellung auch der sozialhistorische, politökonomische Kontext, den man ja praktisch als Aufgabensteller oder als Problemvorgeber sozusagen für die Theoriebildung auch interpretieren könnte? Und gleich anschließend an die Frage würde ich auch ganz gerne wissen, wie weit geht denn Ihr Blick historisch zurück in die Vergangenheit, in die Vorgeschichte des Neoliberalismus, zurück bis zum klassischen Liberalismus. Denn man könnte da ja versuchen, die größeren Linien auch nachzuzeichnen vom klassischen Liberalismus in England und vielleicht die historische Schule in Deutschland mit Friedrich List. Dann über den Marxismus, den man ja als sozusagen als Abschluss der klassischen Ökonomie und gleichzeitig deren Kritik betrachten könnte, sozusagen als der schlüssigste Versuch, die Arbeitswerttheorie auszuformulieren. Und dann setzt für mich eigentlich theoriegeschichtlich erst der, sagen wir mal, neoklassische Versuch eines totalen Neuansatzes ein, mit Jevons und Menger, die dann versucht haben, alternativ zur Arbeitswerttheorie eine ganz neue Werttheorie zu entwickeln, die mit der Wirklichkeit noch weniger eigentlich zu tun hat als die Arbeitswerttheorie. Dann über 1917, wo die Marx'sche Theorie dann in Russland historisch wirksam geworden ist, 1933 Wirtschaftskrise, den Keynesianismus, bis dann hin wiederum zur Mont-Pelerin Society als auch als Reaktion auf diese, sagen wir mal, Staatsbetonung des Keynesianismus. Also ich fände es doch da wichtig, auch den größeren historischen Kontext in den Blick zu nehmen und den Blick ein bisschen zu weiten in die Vergangenheit. Das wäre also die zweite Frage, inwieweit Sie das bisher schon machen. Und die dritte Frage wäre eigentlich eine generelle Frage. Was konkret sind eigentlich die Ziele und Fragestellungen für Ihre Forschung? Einerseits in Bezug auf die erkenntnismäßigen Ziele und zum anderen natürlich auch in Bezug auf die politische Zielsetzung und, sagen wir mal, die Interessengruppen, denen Sie sich da nahestehend fühlen und denen Sie dann auch entsprechend
dienen wollen. Mir ist schon klar, dass man diese beiden Dinge eigentlich trennen muss. Aber ich denke doch, beides spielt jeweils eine Rolle. Das wären die drei Fragen. Und ja, ich würde sie erstmal antworten lassen und hinterher vielleicht noch kurz eine historische Anmerkung zum deutschen Keynesianismus machen wollen und eine Frage dazu stellen. Befürchte, wenn wir das jetzt wirklich ausführlich machen, dann müssen wir tatsächlich noch mal anderthalb Stunden nachlegen. Ich finde, das sind sehr gute Fragen und sehr wichtige Fragen, die ich jetzt nicht wirklich, glaube ich, erschöpfend beantworten kann. Klar, wenn man... Machen Sie es kurz. Eben, kann mir versuchen, zumindest ein bisschen Klarheit zu schaffen, was wir in dem Zusammenhang so gedacht haben. Ne? Also die politökonomischen Kontexte der jeweiligen Auseinandersetzungen sind natürlich ganz zentral, weil die großen Konfrontationen sind der Grund gewissermaßen, warum sich der Neoliberalismus überhaupt formiert. Ne? Also wir haben der Neoliberalismus selbst sieht sich ja eben in einer großen Konfrontation mit dem Kollektivismus, ganz klar erstmal mit dem Marxismus, Sozialismus, seit Sowjetunion es geschafft hat, Staat zu werden, war das eben der Hauptgegner. Und das, was dann eben viele unterschätzt haben, dass eben ähnlich bedeutsam eben aber eben auch die Abgrenzung vom laissez-faire Liberalismus war, weil man eben zu dem Zeitpunkt einfach mit der Nase drauf gestoßen wurde, dass damit einfach nun kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist und dass einem die ganzen Keynesianer halt den Rang ablaufen und man fürchterlich im Hintertreffen ist gegenüber denen. Also insofern völlige Zustimmung. Das lässt sich in ganz vieler Hinsicht ohne diesen ganzen sozioökonomischen Kontext nicht verstehen. Wir versuchen gerade so ein bisschen mit Koselleks Konzeptgeschichte eben auch nochmal stärker die Brücke zu schlagen, gewissermaßen von der neoliberalen Ideengeschichte zur Sozialgeschichte, weil bei Koselleks Konzeptgeschichtsidee eben ja klar ist, dass so eine Art, wenn man so will, wenn es ein bisschen übertreibt, historisch-materialistische Einbettung. Ne? Neue Konzepte werden geboren aus Auseinandersetzungen, die in Umbruchperioden sozusagen ein neues Verständnis einfach der Zeit generieren. Der Clou eigentlich an dem eher akteurszentrierten Ansatz mit Montpellierer Netzwerken und Gruppenbiografie, sozusagen historisch-soziale Netzwerkforschung eher so als akteurszentrierter Ansatz ist natürlich, dass man gegenüber allen bisherigen Ansätzen eben nicht diese einzelnen Personen so individuiert, so isoliert betrachtet, sondern eben in dem Sinne auch einer sozialen Akteurstheorie. Ne? Die Konversation, die Menschen sind nicht vereinzelt, sondern sind nur im Zusammenhang vereinzelt. Ne? Und das hat insofern so für meine Begriffe eben auch so einen neokramscianischen Anspruch, dort eben ja nicht diesem isolierten Verständnis von Autoren und Werken sozusagen so stark auf den Leim zu gehen, sondern eben auch dort eben die Zusammenhänge zwischen also auch darüber sozusagen über die Zusammenhänge, auch die Zusammenhänge zu den institutionellen, strukturellen Formationen besser hinzukriegen. Ne? Weil dann sehen wir halt auch, dann isolieren wir eben Hayek und Röpke und so nicht als armselige, randständige Figuren in einer Zeit des Keynesianismus, sondern wir sehen sie im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsminister Erhard, mit der Adenauer-Administration mit und so weiter und so fort und haben sozusagen eine andere Möglichkeit der Vermittlung von Ideen, Interessen und Institutionen dort einfach in den Blick zu nehmen. Ne? Die zweite Frage mit diesen noch größeren Zusammenhängen, ja, ist natürlich unglaublich bedeutsam, weil, sagen wir mal, der Ordoliberalismus in Deutschland, ich habe das in Marburg ja noch firsthand studieren können, hat natürlich über die Phänomenologie eine ganz starke, auch antimarxistische Linie noch, ne? Wenn die Österreich-Schule, sagen wir mal, die Arbeitswertlehre glaubte, mit der Preislehre erledigen
zu können, dann war es halt die Ordnungstheorie, die über ihr phänomenologisches Verständnis von Marktformen den historischen Materialismus erledigt hat, in ihrer Auffassung. Die haben ja geglaubt, dass sie damit, sagen wir mal, bestimmen, dass viel wichtiger in der Ökonomiegeschichte bestimmte Angebotsformen, Monopole gab es auch schon im alten Griechenland, Oligopole und so weiter und so fort. Und darüber haben sie quasi versucht, den gesamten historischen Materialismus in der Ökonomiegeschichte zu erledigen. Und insofern gibt es da noch sehr viele, glaube ich, Dimensionen, die man auch in diesen größeren, relevanten Entwicklungen, die sie gerade skizziert haben, genauer untersuchen muss. Naja, und das Ziel, na klar, ist natürlich einfach gegenüber naiven Vorstellungen von Neoliberalismus die viel größere Relevanz, die, auch größere Herausforderungen von neoliberalem Denken also deutlich zu machen und nicht zu glauben, dass also diese propagandistische Form des Neoliberalismus im Sinne eines Geschreis nach mehr Markt schon genügt, um zu erkennen, was der Neoliberalismus ausmacht. Ich habe im Moment den Eindruck, dass auch diese Beschreibung des Neoliberalismus als eine reine Ökonomisierung, dass die eigentlich in die Irre führt, dass die auch eher wieder so eine Art unterkomplexe Neoliberalismus-Analyse in sich birgt. Und ich befürchte, wenn man so will, dass wir noch gar nicht am Ende sind der neoliberalen Transformation, die auch eben getrieben ist von, diesem Gedanken gut und dass es deswegen nach wie vor extrem wichtig ist, ein besseres Verständnis von sehr vielen Bereichen und Facetten neoliberalen Denken zu bekommen, damit man im Kern wirklich weiß, wo man auch eben Alternativen entwickeln muss und ja auch kann. Ne? Und in wessen Interesse? Das war noch der letzte Teil meiner Frage. Na, in dessen Interesse sicherlich ganz im Sinne der alten Konfliktanordnung, wo ich sage, dass, der Sozialliberalismus mit sozialen Bürgerrechten eine Weiterentwicklung der Demokratie im Sinne einer sozialen Demokratie im Gleichheitsverständnis vor Augen hatte. T.C. Marshall hat das ja sehr schön so als überzeugter politischer Liberaler eigentlich auf den Punkt gebracht, dass er sagt, Social Citizenship, das ist das Gleichheitsprinzip und die Klassengesellschaft ist das Ungleichheitsprinzip und die sind eigentlich nicht miteinander vereinbar und die sind gewissermaßen in einem Klassenkampfverhältnis zueinander und da kann man sagen, dass also Sozialliberalismus, Sozialismus, also alle die von Neoliberalismus als kollektivistisch diffamierten Orientierungen, dass die natürlich in Gegnerschaft stehen zum Rechtsliberalismus, zum Neoliberalismus, der auf eine Fortsetzung der Ungleichheit besteht. Und in dem Sinne also alle Benachteiligten in kapitalistischen Verwertungsverhältnissen, also alle, und das ist natürlich heutzutage eine komplexe Geschichte, weil wir natürlich eine globalisierten Kapitalismus haben mit vielfältigen Spaltungsformen und Unterdrückungsverhältnissen. Also das lässt sich leider Gottes vielleicht nicht mehr ganz so einfach machen wie mit der traditionellen nationalen Arbeiter- oder Arbeiterinnenklasse, ne? Sondern wir haben es mit globalisierten Kapitalverhältnissen zu tun, wo wir halt dann auch sortieren müssen, wer sind hier dann tatsächlich die Benachteiligten und in deren Interesse man gegen also sozusagen dem Beharren auf Ungleichheit für mehr Gleichheit eintreten muss. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, danke auch, Herr Plewe und danke, Moni. Ich möchte mich erstmal kurz bedanken und ja, wir haben ein bisschen Zeitdruck, Wolfgang. Ich wollte als nächstes den Limo Zettis bitte dran nehmen, weil ich glaube, das war doch sehr ausführlich, deine Fragen und auch seine Antwort. Lino, willst du deine beiden Fragen kurz an den Dieter Plewe stellen? Ja, gerne. Uli ist jetzt raus. Nein, Uli ist unten in der Audience. Wegen den Fragen, weil der doch noch zwei ist, oder habe ich das verpasst? Den nehme ich dann danach dran. Also einmal hat mich interessiert, weil ich bin jetzt vor ein paar Wochen auch erst zufällig auf die Montpellier Society gestoßen. Ich hatte vorher noch nie von gehört. Hat ihr Buch jetzt auch schon angefangen. Und das Erste, was ich dachte, ist so, what? Das gibt's? Und daher einmal die Frage, wie verbreitet ist das Wissen um diese Gesellschaft? Also wissen viele Ökonomen, dass es die gab? Dass es da wirklich so eine gezielte Gruppe
gibt und kommt oft der Vorwurf der Verschwörungstheorie auch? Also wie reagieren Leute auf ihre Forschung dazu und wie gehen sie auch damit um? Ja, das gibt's. Das ist ganz lustig, weil das ja so einen Zusammenhang hat, ne, zwischen nicht kennen und dann von Verschwörung reden. Und man kann ja gemeinhin Verschwörungen nicht in Archiven untersuchen. Ne? Von daher halte ich es da ganz mit C. Wright Mills, der gesagt hat, dass es einen großen Unterschied macht, ob man die Geschichte als eine Verschwörung begreift oder ob man über Verschwörungen in der Geschichte redet, die man möglicherweise auch sehr konkret untersuchen kann. Ne? Und selbst der gute alte Adam Smith brauchte ja nur zwei Unternehmer in einem Zimmer, um von einer Verschwörung zu reden, weil die halt Preise absprechen. Ne? Und die Mopeleroy-Zusammenhänge sind in der Tat nicht so fördergründig bekannt, weil sie ja eben jetzt nicht so immer das größte Licht der Öffentlichkeit gesucht haben. Aber man kann, wenn man es dann mal begreift und wenn man sich dafür interessiert, dann kann man jedes Jahr zu jedem Meeting einen Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und in der Neuen Zürcher Zeitung lesen und es ist ganz interessant, also man, wie bei so vielen Dingen, merkt man ja erst, dass über Dinge geschrieben wird, wenn man sich selber dafür interessiert, ne? Sonst überliest man es halt immer. Und Mirowski ist da vielleicht noch ein bisschen überzeugter als ich, dass die Ökonomen halt ein besonderes Problem darin haben, dass sie sich für ihre eigene Geschichte und für ihre Zusammenhänge scheinbar nicht interessieren, was aber nicht ganz stimmen kann, weil in diesen ganzen Netzwerken einfach zwar nicht nur, das ist ja ein Missverständnis, es gibt sehr viele Nicht-Ökonomen, aber eben doch auch sehr viele Ökonomen drin hängen. Ne? Und wir finden auch in diesen ganzen Think-Tank-Netzwerk-Analysen, dass die Ökonomen, insbesondere auch was die transnationalen Verbindungen zwischen Think-Tanks ausmacht, eine ganz außerordentliche Rolle spielen. Und deswegen ist sozusagen, also die Leute bei den Ökonomen und Ökonominnen, die Mopeleroy-Gesellschaft nicht kennen, die sind vielleicht, verstehen eben viele Dinge der Welt nicht so gut, weil sie eben sich mit der politischen Soziologie nicht genug beschäftigen und eben die Organisiertheit der Welt dann doch unterschätzen, würde ich sagen. Ne? Und aber inzwischen, glaube ich, ist es nicht mehr so ein riesiges Problem, weil die Forschung hat gerade auch wegen dem methodischen Ansatz historischer sozialer Netzwerkforschung, hat die eher, sagen wir mal, sehr viele Leute inspiriert. Eben das, Forschung hat ja auch immer was damit zu tun, dass es eben machbar ist. Ne? Und wir haben halt demonstriert, dass man eben auch mit einem großen Autorenkreis oder Mitgliederkreis von jetzt inzwischen ja 1200 Personen, dass man damit eben auch forschungsmethodologisch eben ganz gut umgehen kann. Ne? Danke. Willst du deine zweite Frage noch stellen? Ja, gerne. Ja, vielen Dank schon mal. Die zweite Frage ist ein bisschen praktischer. Wir im Netzwerk Plurale Ökonomik wollen ja auch im Grunde Einfluss nehmen auf das ökonomische Denken. Und haben Sie sozusagen Ratschläge jetzt von Ihrer Forschung über die Montpellier Society, was so die wichtigsten Stellschrauben sind, um was zu verändern? Also wir haben natürlich ein bisschen andere Mittel und sind auch ein bisschen anders aufgestellt, aber haben Sie da irgendwie Lehren, die man daraus ziehen könnte für uns? Na, das ist natürlich immer sozusagen die einfachste Variante wäre ja, ne, okay, jetzt setzen wir uns hin und gründen die Monte Rosa Society, weil der Monte Rosa ist noch 1000 Meter höher als der Mont Pelerin und dann können wir ja nur alles besser machen als die Mont-Pelerinisten. Leider ist die Welt natürlich ganz so einfach gestrickt nicht. Ne? Also bestimmte Zusammenhänge, die jetzt für die Mont Pelerin-Leute wichtig waren, die kriegen wir halt so einfach nicht hin. Also ich würde sagen, man kann eben sehr schön erkennen, ne? Das Vorbild für Hayek war die Fabianer. Das war ja eine Gruppe von elitären Sozialisten, also wo ich eben eher auch mal kleine Warnschilder aufhängen würde und sagen würde, für, sagen wir mal, progressive Ökonomiediskurse gibt es eher schon wieder eine Anforderung, eben genau dieses elitäre Element, was sowohl bei den Fabianern als auch bei Montpellier ganz klar die herausragende Rolle spielt, in Frage zu stellen. Also sicherlich, wenn man Einfluss nehmen will von im Sinne einer progressiven Orientierung, dann bitteschön vielleicht doch nicht sozusagen in dieser Form, in dieser Art und Weise, weil das da korrespondiert eben, dass
anti-egalitäre Verständnis von Gesellschaft mit eben der auch dem Organisationsmodus, in dem diese Kreise sich halt bewegen. Also und auf der anderen Seite ist es eben zunächst mal einfach wichtig, sagen wir mal, keine, nicht irgendwie dieser Naivität aufzusitzen, sondern tatsächlich sich mit dieser Organisiertheit der Zusammenhänge zu beschäftigen. Na, also und zwar in vieler Hinsicht. Ich meine, die also was weiß ich, für die, also vielleicht eine große Qualität der Neoliberalen, zu der sie gekommen sind, weil sie eben als auch Teilnehmer an den Wiener Kreisen in den 20er Jahren einen unglaublich großen interdisziplinären Wissenschaftsdiskurs mitgemacht haben. Ne? Also die waren einfach ein Teil dieser ganzen Bewegung, in der ja von rechts bis links mit dem Glauben, dass die über die Wissenschaft die Gesellschaft gestaltbar wird, sozusagen ein ganz wichtiger Prozess abgelaufen ist. Da waren die ein Teil davon. Die sind über ihre, auch über ihr Exil, über ihre Vertreibung, sind die im Kern niemals so ein nationalistisch-provinzialistischer Laden gewesen, sondern waren vom Ansatz her sehr, sehr kosmopolitisch und sehr interessiert, sehr weltoffen. Die Montpellierse Meetings sind globale Meetings, in denen, wenn man diese Dokumente liest, man hin und wieder zumindest auch wirklich interessante Sachen lesen und lernen kann, was weiß ich, Unternehmertum in Indien und sonst was alles. Also sagen wir mal, nicht provinziell sein, das ist vielleicht eine der allerersten Anforderungen an irgendwie eine neue Gruppe von progressiveren Ökonomen, die irgendwie die Welt verändern will. Ja, danke, Herr Plewe. Vielleicht noch ein Zitat von Philipp Mirowski zu deiner Frage, Lino. Und das in der FAZ von 2013. Der Link kann ja nochmal reingegeben werden. Wir wollen Montparnasse nicht imitieren, aber einige Aspekte davon sollten wir uns ins Auge fassen. Vor allem den. Montparnasse war eine Zeit lang eine Debating Society, ein Diskussionsclub am Rande der Gesellschaft. Hat zwar der Herr Plewe schon etwas dagegen gesagt, aber ich lese jetzt trotzdem weiter. Heute sehe ich nirgendwo auf der Linken einen solchen Club. Montparnasse war ganz ungewöhnlich insofern, als niemand dort wusste, wohin die Reise gehen sollte. Alle Teilnehmer waren aber bereit, über Grenzen hinauszudenken und neue Möglichkeiten zu entdecken. Sie fragten sich in den 40er Jahren etwa, was, wenn wir mit dem Laissez-faire aufhören? Könnte die Linke jetzt nicht sagen, was, wenn wir mit der Fetischisierung des Staates aufhören? Fragezeichen. Also das war Philipp Mirowskis Antwort auf deine Frage sozusagen. So. Ja, okay, danke. Der nächste, Uli. Ja, danke für das interessante Gespräch. Ich fand es wirklich sehr... Jetzt hören wir dich nicht. Sehr informativ. Eine kurze Anmerkung auf jeden Fall, wo ich Herrn Plewe oder auch alle jetzt von der Academy auch noch zu einladen möchte, ist, ich denke, wir müssen halt unsere Vernetzung steigern und dabei transparent sein. Und ein Beispiel dafür kann zum Beispiel die Tagung Ökonomie im 21. Jahrhundert jetzt am kommenden Wochenende in Berlin sein, wo das Netzwerk auch als Organisator mit auftritt. Und da würde ich alle herzlich gerne zu einladen. Ich schicke mal den Link rum zum Programm gleich. Das war eine kleine Anmerkung. Und dann noch zu Friedman hätte ich eine Frage. Und zwar, der hat ja auch Vollgeld gefordert oder 100% Reserve Money. Wie passt diese Forderung nach einem relativ starken Eingriff des Staates in den Finanzmarkt mit dem neoliberalen Framing zu tun, in dem man sich sonst bewegt hat? Naja, das, sagen wir mal, das ist in dem Moment völlig entzaubert, enträtselt, wenn man sich halt klar macht, dass die wichtigste Einsicht der Neoliberalen in den 30er Jahren, zu der sie in den 30er Jahren gekommen sind, war, dass der Staat zwingend erforderlich ist, um die Marktgesellschaft zu stabilisieren. Und in dem Moment, wo ich eben, sagen wir mal, nicht mehr mir im Unklaren bin über diese Verwischung der Linie zwischen Laissez-faire und Neoliberalismus, ist einfach klar, dass alle Maßnahmen, für die man dann nun den Staat in Anspruch nimmt, nicht etwa im Gegensatz zur neoliberalen
Lehre stehen. Ne? Also in den Gründungs-, in Statement of Aims heißt es deswegen ja auch eben nicht etwa den Staat einfach wieder zurückdringen oder irgendwie gar abschaffen, wie vielleicht dann so Libertarians und Anarcho-Kapitalisten, die meiner Ansicht nach nicht zum neoliberalen Lager gehören, die sich auch abgespalten haben übrigens. Es gibt eine neue Gesellschaft, die in Konkurrenz zur Montpellier-Gesellschaft weltweit so diesen Mises-Wing neu formiert. Da stand eben, dass es um die Redefinition der Rolle des Staates geht. Und das ist eben einfach ganz, ganz zentral für alle Debatten. Also da gibt es schrecklich viele Missverständnisse, was den Neoliberalismus anbelangt. Danke. Danke, Uli. Und wir werden ja nach der Sitzung alle noch ein bisschen hier zusammenbleiben. Letzter Fragender wird Nikolas sein, hier Nummer 4. Und dann müssen wir heute den Dieter Blewe auch entlassen, der ja wirklich wacker ausgehalten hat. Nikolas, deine Fragen bitte. Ja, danke, Matthias. Ich möchte mich eigentlich auf nur eine Frage für den Moment beschränken. Und das ist die Frage nach der Geschichte. Sie haben gesagt, der Neoliberalismus hat einfach die bessere Geschichte erzählt, besser im Sinne von für die Fragen der Zeit besser angemessen oder man konnte mehr damit anfangen. Und jetzt ist eigentlich die Frage, die nahe liegt, wenn man eine neosoziale Bewegung, so nenne ich das jetzt einfach mal, möchte, und Sie haben ja vorhin bei der Frage nach den Interessen, haben Sie das ja angedeutet, was ist die Geschichte, die wir zu erzählen haben heute? Ja, das, ich meine, da glaube ich, da muss ich dann tatsächlich endgültig passen, weil wenn ich die Geschichte erzählen könnte, dann wäre ich ein berühmter Mann. Ich glaube, also der Nikolas spekuliert darauf, dass wir in der Academy und hoffentlich mit dem pluralen Netzwerk zusammen diese Geschichte entwickeln. Ja, richtig, das wäre wunderbar. Richtig, Nikolas, und ich glaube auch. Naja, natürlich. Das ist irgendwo das Ziel. Aber mich, also ich finde ja diesen Begriff, der aktuelle Stand des Irrtums, der gefällt mir sehr gut. Ja, weil da ist eine Offenheit drin und meine Frage zielt quasi in die Richtung Ihres aktuellen Stand des Irrtums. Und mir ist klar, dass man das nicht in ein, zwei Minuten erzählen kann, aber vielleicht kann man ein Stück weit einen Rahmen abstecken. Und also mein Gefühl ist, dass wir extrem große Überschneidungen haben und auch Ergänzungen. Das, was Sie hier heute ausgeführt haben, also ich bin gelinde gesagt begeistert und deswegen eben die Frage nach der Geschichte, die Sie heute erzählen würden oder ein paar Eckdaten dieser Geschichte. Naja, sagen wir mal so, ich denke halt, dass die Auseinandersetzungen mit den Verhältnissen, in denen wir halt heute leben, die sind, sagen wir mal, die jetzt wiederum die Frage nach Antworten aufwerfen. Ne? Und das kann man nicht in dem Sinne jetzt, was weiß ich, kann zum Beispiel durchaus feststellen, dass, sagen wir mal, die Wettbewerbstheorien, die Monopoltheorien des Marxismus, ne, die halt eine ganz starke, eben dann auch besonders in der Form der Staatsmonopoltheorien, so eine Art institutionelle Fahrtabhängigkeit, strukturelle Verkrustung der Gesellschaft angedeutet haben, da war ja auch nicht alles falsch. Ich meine, weiß Gott, gibt es jede Menge staatsmonopolistische Zusammenhänge, aber eben in diesem Denken, dass die Welt da so festgezurrt ist, dass da kein monopolistischer Konkurrenzkampf da ist, dass Monopole von noch größeren Monopolen dann auch wieder geschluckt werden können, dass also eine Dynamik im Wettbewerb auch unter monopolistischen Verhältnissen, sagen wir mal, sich entwickeln kann, da war da waren die Neoliberalen in dem Sinne zum Beispiel damals wirklichkeitsnäher, ne? Dass sie halt nicht sich erschöpft haben in so einer Art, das wird jetzt alles immer ja sozusagen verkrusteter oder so, ne? Und haben ja gewissermaßen auch selbst über ihre Angriffe dafür gesorgt, dass in der Tat die deutschen Finanzgruppen aufgesplittet wurden, dass über die Deregulierung, Privatisierung große Bereiche von Staatsmonopolen eben aufgelöst wurden und. Ne? So, und jetzt haben wir halt heutzutage natürlich eine Welt, in der es völlig offensichtlich ist, dass wir mindestens eine ganz andere Art von gemischter Ökonomie bräuchten, um einfach viele der Irrationalitäten der globalen
des globalen Finanzkapitalismus sozusagen zu revidieren. Ne? So, und deswegen glaube ich, dass einfach die, was zum Teil fehlt, ist natürlich tatsächlich auch Visionen, Vorstellungen, die zum Teil im Rückgriff auf Vergangenes, ne? Also der Neoliberalismus heißt ja nicht umsonst Neoliberalismus. Und was wir eben bis jetzt eigentlich nicht haben, ist irgendwie eine Art von, wenn man so will, Neosozialismus oder wie auch immer man dann halt eine heute renovierte, modernisierte Orientierung eben benennen will. Und was mir schon auffällt, ist, dass eben auch ein Oscar Lafontaine oder so, dass die halt sehr, sehr gern dann auf die deutschen Ordoliberalen zum Beispiel zurückgreifen, um eine Vision der sozialen Marktwirtschaft in Europa zu zeichnen. Was für ein Irrtum. Was für eine Illusion, weil das waren die Gegner des sozusagen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats, der Lafontaine vorschwebt, ne? Und der über eine sehr einseitige Lektüre von den deutschen Ordoliberalen glaubt, sozusagen, er kann mit so einem, das ist aber dann eben eher so ein bisschen ein Taschenspielertrick, wo ich halt denke, naja, demgegenüber müssten wir halt eine größere Klarheit kriegen über Traditionslinien, jetzt eben auch in der Ökonomiegeschichte, die uns irgendwie helfen, alternative Vorstellungen über eine stärker natürlich kontrollierte, politisch gesteuerte Ökonomie wiederzugewinnen. Sobald es um politische Steuerung geht, muss man natürlich auch fragen, wer da steuern soll. Und dann ist natürlich die Frage im Globalisierungskontext, an welcher Stelle so eine Steuerung jetzt überhaupt nur theoretisch stattfinden könnte. Naja gut, ich meine, für meine Begriffe ist ein zentraler Ansatzpunkt natürlich bei transnationalen Kapitalverhältnissen ist das größte Problem die immer noch sehr starke nationalstaatliche Verhaftung von Gewerkschaften und anderen oppositionellen Kräften. Wir haben eine enorme Asymmetrie in der politischen Interessenvertretung. Wir haben riesige Schwierigkeiten, das Gefälle, was da existiert, zu überwinden. Das heißt, für meine Begriffe, klar, das hat natürlich ganz viel dann auch mit den Akteuren, mit den Allianzen, die halt geschmiedet werden müssen. Ne? Wir stehen ja jetzt europaweit sicherlich eher vor der Bedrohung einer partiellen Desintegration, Schritte, die eher von David Cameron und Merkel in Richtung einer Renationalisierung und Rückbaus von sozialen Bürgerrechten drohen. Wo wir, wenn überhaupt, sozusagen ja genau in die entgegengesetzte Richtung gehen müssten, ne? Und sagen müssten, naja, wir kriegen ja auch diesen Austeritätswahnsinn, der von hier strukturiert wird, vielleicht nur dann in den Griff, wenn wir eine ganz andere europäische, sagen wir mal, mindestens mal europäische Rationalität des Wirtschaftens entwickeln. Meine letzte Frage dann, die sich daran anschließt, sehen Sie das eigentlich als folgerichtige oder ist es das, was Sie meinen, die neoliberale Entwicklung ist noch gar nicht beendet? Denn mit Renationalisierung in Europa ist natürlich neoliberale Politik noch besser umsetzbar. Ist das die Folge, die Sie da sehen? Na, es ist noch ein bisschen komplizierter, weil ich glaube, dass wir in einem großen Transformationsprozess stecken, mittendrin sind. Also es gibt ja Stimmen, die sagen, der Neoliberalismus ist dann halt doch gescheitert und am Ende und so weiter und so fort. Und dann sehen wir halt, naja gut, wir können 12 Jahre Kirchner in Argentinien haben und Pink Revolution in Lateinamerika und jetzt steht die nächste, sagen wir mal, Austeritätsorientierung in Argentinien, Brasilien paradoxerweise unter Führung von der PT, der also einer weiteren sozusagen neoliberalisierten Sozialdemokratie an. Also ich glaube, wir sind einfach keineswegs am Ende dieses Zyklus, dieser Epoche neoliberaler Transformation und insofern die Auseinandersetzung läuft eher weiter und wird eben weiterhin definiert von neoliberalen Ansätzen. Europa ist ein riesiges Problem, auch für die Neoliberalen übrigens, weil Teile dieser Renationalisierungsbewegung machen dem neoliberalen Lager schon auch Angst. Wir beobachten gerade im Moment die Gründung von einer ganzen Reihe von neuen, auch so Freihandels-Thinktanks, die haben schon auch Angst davor, dass über die Flüchtlingskrise und über so eine Art Regression auch wieder ein
ein Nationalismus droht, der wiederum auch die wirtschaftsliberalen Orientierung unterminiert. Ne? Wir sehen das ja auch in der Spaltung von Alpha und AfD. Wir sehen das in der Krise der Hayek, der kleinen Krise der Hayek-Gesellschaft und so. Also das ist ganz interessant, dass die Bedrohung für die neoliberale Hegemoniekonstellation kommt dummerweise weiterhin eigentlich weniger von Syriza und der Linken, sondern eben möglicherweise weiterhin stärker von sozusagen rechten Kräften, die einfach in so einer Gegenbewegung natürlich eben sich auch mit den Verwerfungen von neoliberaler Vergesellschaftung eben auseinandersetzen. Ja, an dem Punkt bedanke ich mich bei Herrn Plewe für sein Kommen und mit zwei Fragen möchte ich ihn dann gehen lassen. Und zwar einmal, möchten Sie auf die Mailingliste der Academy, damit Sie da also informiert sind über unsere Entwicklungen? Und zweitens, können wir Sie im Januar, Mitte Januar, Ende Januar nochmal einladen, weil es ist hier ganz klar ersichtlich, dass wir mindestens eine zweite Runde mit Ihnen brauchen, Herr Plewe. Sowohl als auch sehr gerne. Dann vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Schönen Abend, etwas länger geworden, als ich Ihnen gesagt habe, eine gute halbe Stunde mehr. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir 20 Minuten Verspätung angefangen haben. Und alle dass anderen, ich zu viel Quatsch. Genau. Nein, ich ja auch. Aber wir gehen alle ins Foyer hoch und vielen Dank, Herr Plewe. Und wie gesagt, schöne Weihnachten, kommen Sie gut ins neue Jahr und wir sehen uns und hören uns dann wieder nächstes Jahr im Januar. Gleichfalls, bin gespannt, was ich weiterhin von Ihnen höre. Bis dann.